Ja, Hallo. moin, moin. Wie Moin. geht's dir? Ach, es könnte besser gehen. Warum? Was ist los? Ja, auch schon länger Zeit krankgeschrieben und ja. Warum, was hast du? Kingsknorsau im Blut. Oh. Ah, dann warst du doch der mit dem Blut. Genau, ja. Ah. Richtig geraten, aber ich sag mal, muss nicht jeder wissen. Ach so. Ja, ich bin hier fester Teil der Community. Das ist nicht schlimm, dass ich das Ja, weiß. okay, besser. Selber. Ich und Arnie, wir reden viel über Filme. Vögel. Ja, Filme. Wir machen immer so Challenges aus, so, ey, morgen der Beste. Also diskutieren wir über den besten 1 versus 1 Kampf im Film. Beste Action-Szene, bester Tod, hübscheste Leiche. Solche Sachen. Oh. Ihr seid doch krank. Ja, das stimmt. Na gut, ich hab's dafür manchmal mit gutem Bier ist raus. Die Sachen. Mit was? Mit Bier bin Ah, ich mit hier. Bier. Ja. Ja, aber wenn du hier dickes, dünnes Blut hast, darfst du da Bier trinken? Kommt halt immer drauf an, sag ich mal. Mit dem Zeug, was wir jetzt ausprobieren, sollte ich langsam mal. Ja, aber was war das bei dir? War das, hier, du nimmst Tabletten, damit dein Blut dicker wird oder damit das dünner wird? Es muss dicker, wegen OP. Ah. Speziell darauf arbeiten wir. Okay. Aber ich sag's mal. Aber fördert dickes Blut nicht eigentlich Gerinnsel? Und sowas? Und Schlaganfälle? Sepsis, all sowas? Wir wollen einfach finden, dass hier Blut. Ja, aber macht man das nicht eigentlich mit Adrenalin? Also man Ich spürt. krieg da nicht ganz so hin, also frag es mich bittend. Ja, mit. Ich lasse es aber, ich sag mal, ich lasse mit mir machen, fertig. Weißt Hauptsache. du, wenn was an meinem Auto ist, dann bringe ich das in die Werkstatt, dann will ich auch nicht wissen, was die gemacht haben, dann will ich wissen, was das kostet. Aber wenn die irgendwas an mir machen, dann möchte ich schon informiert werden, was da eigentlich passiert. Ich sag mal, ungefähr, ich habe es nur so mitbekommen, erklärt bekommen, ja. Das Blut wird quasi, der Gerinnungsfaktor wird erhöht durch das Medikament bei mir. Ja. Hast du denn zu wenig irgendwelche Blutkörper? Ich kenne mich da nicht aus. Hier weiße, rote, schwarze. Wie gesagt, steht da auch nichts dran mit Ah. Blutkörperchen was. Ich kann es nicht sagen. Schwierig, schwierig. Na, wie gesagt, das muss man halt wirklich. Da bräuchte man echt hier auch mal auf dem Server einer, der sagt, okay, er versteht was von medizinischen Sachen komplett. Hier, der andere hier. Hier. Der andere, nicht das Mädchen hier. Der, sprech mal. Ja. Ja. Hier, der ist hier mit Medizin. Ich? Ja. Studiengang? Studiengang, oder? Ja, Ja, genau. ja. Da ich mal. Wenn ich es fragen darf, und zwar, blutverdickende Medikamente. Wenn einer es wirklich braucht von der OP, dass er nicht mehr blutet. Wie heißt das Zeug? Junge, das stimmt ja nicht mit dir. Ich bin Medizinstudent. Oh, keine Ich habe nie Ahnung. gesagt, dass ich ein guter Student bin. Ja, Ja, aber das ist bestimmt so ein einfaches wie Aspirin, blutlösendes. was jeder kennt. Also in dem Fachbereich. Mein ungefähr, was das für ein Medikament wäre. Ungefähr. Roundabout. Elvanse. Okay. Ist Hämoglobin nicht Wasser? Nee. Oder? Blutkörper. Das hört sich trotzdem sehr ekelhaft an. Aber der Film. Ah, stimmt, im Film Hämoglobin trinken die Wasser und dann, ja, okay. Oh, das hört sich ekelhaft an, ja. Irgendwo. Ja, Blut ist ekelhaft. Also schön Blut trinken, ne? Nee, ich Ja, ich trinke das stelle euch nicht mal gern, vor, aber der ich sehe das Winter gern würde fließen. kommen und wäre ein Vampir. Ha. Ja, jetzt so praktisch vor Halloween, da passt das ja, wa? Der Winkler ist Vampir, nee. Der Winkler ist tot. Hast du Ja. nicht mitgekriegt heute?
Tot? Ja. Was haben sie mit denen gemacht? Ja, gar nichts. Den haben die einfach tot im Zimmer gefunden. Stand doch in der Zeitung. Ach so, wenn es das nur war. Da Rainer jetzt praktisch tot ist, haben wir eben praktisch mit allen Hater beschlossen, dass Roxau jetzt der nächste Drachenlord wird. Wir hatten da eine riesige Konferenz mit allen. Also NWO, alle haben uns praktisch getroffen mit unseren kleinen Gruppen. Und dann, haben wir praktisch geheime Wahl gemacht. Ja, okay. Und Roxau hat gewonnen. Tellst du davon? Ist das nur wahr? Machst du auch Content? Ich hab dich in meinem letzten Podcast gegrüßt. Warum hast du nicht zurückgegrüßt in den Kommentaren? Podcast? Ja, ich habe dann schon mal angefangen hier, ne, nachdem eben, wie gesagt, die Konferenz war, habe ich halt einen Podcast gemacht direkt und habe ich dann hier gesagt, der Ferguson, ne, ich hoffe, deinem Blut geht's gut. Habe ich gesagt. Habe ich gerade mitbekommen, also wenn da irgendwas war. Schon ein undankbarer Arsch. Erzähl mal was, ich halte jetzt mal ein bisschen den... Erzählen. Wir können auch schon mal ein Bierchen trinken, ich weiß. Gesund ist auch nicht so wirklich, aber... Ja. Das Wasser weg. Zählt das? Trink nur San Pellegrino. Okay. San Pellegrino ist auch so ein Luxusding, ne? Weiß ich nicht, ist lange her, dass ich arm war. Bei dir noch nicht so lange, oder? Was? Nix. Hier den Studenten habe ich gemeint. Ey. Studenten. Die Studenten verdienen doch also nix eigentlich, oder? Deine Mutter. Also außer BAföG, oder? Also ich kenne mich da wirklich nicht aus, Junge. Ich bin LKW-Fahrer. Ah. Warum studierst du denn überhaupt? BWL. Du bist BWL-Student. Nee, das. Wenn du aus dem gleichen Elternhaus kommst, bist du BWL-Student. Ey, stimmt, dass da Dorian tot ist? Echt? Nein. Dorian. Der Jay Riddle, kennst du den? Ja. Yeah. Der macht doch seit einiger Zeit auch Drachenlord-Content. Ja. Der macht ja praktisch diesen Dragon Monday. Yeah. In einem der ersten Folgen hat er das selber gedroppt. Da ging es um Dorian. Da wurde Dorian auch eingeblendet. Kann natürlich sein, dass der Hochzeitsstream war. Und hat er gesagt, den kenne ich. Der war früher viel mit ihm zusammen, aber ich glaube, der lebt gar nicht mehr. So, aber das hat er wirklich so völlig beiläufig. Und dann meinte er, ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht habe ich jetzt auch was Falsches gesagt. Müssen alle sagen, dass der Drachenlord wäre tot. Ja, ich mag es, wenn Leute sterben. Ah, also stimmt, so eine Telenovela, ne? Weißt du, manchmal, wenn mich einfach meine Kumpels fragen, wie geht's deiner Freundin, sage ich, die ist tot. Einfach, weil ich keinen Bock habe, dann darauf zu antworten. Hey, das ist quasi wie bei Star Trek. Irgendeine Figur sterben lassen, ne? So. Ich lasse gerne meine Freundin sterben. Und dann stelle ich die in den Keller zu den anderen. Also ich würde sogar, Schatz, ich mach's genauso wie bei Star Trek. Ich habe noch nie Star Trek gesehen. Lohnt sich das? Also ich mag kein Science Fiction, das sollte man vielleicht davor sagen. Ich habe weder Star Wars, Star Trek, weiß ich nicht. Alles, was irgendwie im Weltraum ist, nervt. So befangen, was man jetzt sehen möchte. Ich möchte Titten sehen. Titten und Gewalt. Warte mal, Titten, Weltraum. Und Drogen. Also Titten, Weltraum. Und mindestens eine Verfolgungsjagd. Warte mal, Titten, Weltraum, das war auch eine gute Serie, ne? Die einzigen Titten im Weltraum, die ich kenne, sind Barbarella. Also die von Barbara. Und wie sie die Orgasmusmaschine bekämpft. Aber das ist ein anderes Thema. Hast du nicht der Raumschiff Winklerpreis gesehen? Nee, da bin ich nicht so tief drin wie du. Ich mag Frauen. Ja, weil du selbst eine bist. Haha. Ach Leute, ihr seid mit. Echt? Mal sag mal mir immer, ich bin ein Arschloch. Ich sag bitte? Ach stimmt, der sagt das. Schatz, was sagst du dazu? Schatz! Ich finde dich eigentlich ganz nett. Warte mal, jetzt machen wir das mal anders, so wie bei Silvio. Warte. Verdammte Scheiße, ich mach jetzt irgendwas kaputt!
mag Silvia. Tut dein Finger schon weh vom Feuerzeug? Ja, ey, total. Schöne Grüße. Ne? Heil Hitler. Oh Gott. Like ich muss doch sicher sein, dass Ferguson nicht aufnimmt und wenn doch, dass er gebannt wird. Wieso? Warum denn nicht? Ich aufnehmen. Ja, pff, weiß ich nicht. Das fällt mir echt spontan kein Grund ein, warum du das tun solltest, aber... Wieso darfst du das schon mal Anspruch nehmen mit Leuten? Ja genau, hat Chinui auch gemacht. Also es gab wohl öfter schon Probleme mit Leuten aufgenommen, ne? Echt? Hier? Oder? Tipp ich mal, wenn du so sagst. Nimmst du gerade auf? Nö. Wie soll ich denn aufnehmen? Ja, mit dem Rekordknopf? Es gibt auch im Handy einen Rekordknopf. Frag mal Kada. Ja, die ist aber auch gestört. Katafuddel Soundclip. Warte, ich schreib mir das mal auf. Hast du den immer noch nicht gefunden? Ich habe einfach noch nicht danach gesucht. Ach, du... Und jetzt gerade fällt mir das ein. Katafuddel. Gib mir den, den brauchst ich dann hier auf dem Discord. Ach, das heißt, wo funktioniert es eigentlich überhaupt? Hier fürs Discord aufzunehmen. Verdammt, wie geht denn sowas? Das muss auch sehr kompliziert sein. Ich glaube schon, ja. Oder? Wahrscheinlich. Mir fällt gerade was auf. Ja? Wie viel Koffein ist eigentlich in Cappuccino drin? Keine Ahnung. Eine Menge? Ist da überhaupt Koffein drin? Ja, also klar. Diesen löslichen, den einfach so im Wasser knüppelst? 32 Gramm. Da müsste Koffein drin sein, ja. Ja, 32 Gramm. Mir fällt das gerade auf, der schmeckt wie Kakao, den sauf ich die ganze Zeit. Also okay. Wirklich die ganze Zeit, schon seit Tagen. Warte mal. Das erklärt, warum du auch ein paar Tage wach bist, oder? Ja, ich glaube auch. Junge, der schmeckt einfach wie fucking Kakao. Der schmeckt überhaupt nicht nach Kaffee. Ja, gut und günstig. Ich fick dich. DDR. Muckefuck. Warte mal, ist Muckefuck nicht so was wie... Knastkaffee. Warte mal, da gab's doch da... Karo-Kaffee? Nee, Karo, war das das? Es gab doch diesen scheiß Kinderkaffee. Ja, Karo-Kaffee. Karo, ne? DDR-Zeugs. Muckefuck war das DDR-Zeugs. Ja, und ich glaube, das war irgendwie so der Pedant dazu, kann das sein? Bei uns? Ich weiß es nicht. Also das ist ein DDR. Schon, also, ist schon so lange her. Muckefuck war quasi ähnlich wie Kaffee. Ich sollte aufhören, das zu trinken. Warum sagt mir das keiner? Ich stelle das jetzt mal weg hier. Ein Bier zu trinken. Ach, jetzt ist es eigentlich auch egal. Warte. Warum fängst du ein Bier zu trinken? Weil Bier trinken ist... Bier trinken ist wichtig. Ja, ist ein Lebensmittel, ne? Weiß ich nicht, die Kassierer haben das gesungen. Also sagte schon Markus Söder, Bier ist ein Lebensmittel, ne? Ist das ein Vorbild? Nee. Hallo? Wie viele Bier hast du denn heute schon getrunken? Das müsste ich mal auf die... Da müsste ich mal auf die... Uhr. Nee, eigentlich gar nichts. Also... Ja, aber du hast doch schon was getrunken, oder? Ja, hab ja. Ich, aber... Wie viel denn? 3 Stück. 3? Ja. Und davor? Was? Auch 3. Nee. Ich hatte einen Bekannten. Ja. Die Alte hat dem verboten, praktisch Bier zu trinken, so viel am Tag. Dann hat er gesagt, ich reduziere das. Dann hat er aber schon morgens um 8 angefangen, irgendwelche Alkopops zu saufen. Hat dann gesagt, das ist Limo. Was sind Alkopops? Bitte? Ach, das ist komisch teugt, ne? Ja. Schmeckt halt wie Limo. Hat er ja recht. Ballert nur anders. Ist aber auch sackgefährlich, ne? Weiß ich nicht. Dauer? Ich spritze mir nur Heroin oder rauch halt hier. Ne, gut, also ein bisschen Heroin gespritzt, ne? Und rauchst dann nebenbei noch einen Schalt, ne? Ja, sicher. Weißt du, das eine bringt dich rauf und das andere hält dich gleichzeitig runter. Und eigentlich hebt das jegliche Wirkung dann gegeneinander auf. Und eigentlich brauchst du dann gar nichts nehmen. Ja, beides gleichzeitig, ne? Ja. Schön. Totaler Quatsch. Was sagt die Münchner Polizei zu? Was soll ich denn dort wissen? Ich wohne in Holland.
So, Moment mal. Da muss man einen Anruf mal bei den deutschen Behörden machen. Ach, stimmt. Nee, was passiert? Junge, ich habe heute fast 20 Minuten mit ZTK so krass aneinander vorbeigeredet. Ich weiß nicht, ob das passiert wäre, wenn ich wirklich mal geschlafen hätte. Aber wir haben 20 Minuten, also der weiß ja, in welchem Bereich ich, also du nicht, Ferguson. Ich rede mit dem anderen hier. der weiß ja ungefähr, in welchem Bereich ich wohne, aber es ging eigentlich, ich habe davon geredet, wo ich mal gewohnt habe. Und also sprich, ne, und habe dann gesagt, so hier, holländische Grenze. Weißt du, und der hat dann die ganze Zeit mir eigentlich immer nur geantwortet, in dem Sinne, Hessen ist nicht an der holländischen Grenze. Junge. Darf ich mal eins fragen? Darfst auch zwei fragen. Ich tippe, bei dir ist wahrscheinlich eher das in der Nähe das Ruhrgebiet, ne? Ja, das ist richtig. Okay. Ich komme aus Dremmen. Dremmen ist... Nehmen wir die nächste Großstadt von Deutschland. Von Deutschland? Duisburg. Berlin. Oder? Hä? Duisburg, oder? Junge, in Duisburg wohnen nur Assis, also bitte. Ja, ich meine. Anführungszeichen deutsche Stadt. Boah, was ist das nächste von drei geilen Kirchen? Okay. Eindeutig Ruhrpott. In der Nähe bei Hückelhofen. Das heißt Ruhrpott. Alles Ruhrpott. Warst du schon mal da? Als DLRGler, ja. Als DLRGler, ja. Um dein Leben geschwommen oder was? Ist DLRG nicht hier so, weiß ich nicht, Rettungsschwimmen? Die Feuerwehr zu Wasser. Die heißt noch nicht DLRG. Das ist die Feuerwehr auf gutes Wasser, ja. Okay. Aber, wie gesagt, du ist hast. Ist DLRG nicht die scheiß Rettungsschwimmer? Junge, da war doch irgendwas. Ja, ist es auch. Aber du hast auch verschiedene Aufgaben. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie einen Ring aus 50 Meter rausholen und so jemanden mit so einer bescheuerten Weste. Und dann hast du so ein DLRG-Abzeichen. Das habe ich irgendwie in der Hauptschule gemacht. Fünfte Klasse oder so. Es kommt auch an, was du machst. Ich habe erst Seepferdchen gemacht und dann. Weiß ich nicht, bla bla bla, Silber, Gold, dann war noch irgendwas und dann war ich DLRG. Dann musste ich, ich weiß nicht mehr, einmal die Woche oder einmal im Monat war ich gezwungen, weiß ich nicht, eine Stunde schwimmen zu gehen, damit ich dieses Abzeichen nicht finde. Und sowas machst du? Ja. Schon seit lang. Das ist sehr lang. Also bist du gut im Tauchen? Ich würde sagen, relativ gut. Es gibt immer bessere. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten. Also ich will auch nicht sagen, dass du lügen tust. Ne? Aber wenn du Probleme mit dem Blut hast, egal ob zu dünn oder zu dick, dann darfst du nicht tauchen. Sollte ich nicht, aber es... Ich kenne mich da aus, ich darf auch nicht mehr tauchen. Ja. Wie gesagt, man versucht es aber mir zu behandeln mittlerweile. Ja, aber du hast doch gesagt, du hast nur einen Krankenschein, du bist doch eigentlich arbeitslos. Prinzipiell ja. Tut man mir leid. Mir und... Wie lange bist du jetzt schon arbeitslos? Das war mir auch schon. Hä? Gut, jetzt. 5 Monate. Ja. Wie lange läuft Krankengeld? 8, ne? Oder 6? Ich weiß wirklich nicht mehr. Ist alles bei mir schon sehr lange her. Aber ich hab das auch schon mal genommen. Ich also. Stecke auch nicht so ganz lang. So ganz drin. Ich stecke da auch nicht so wirklich gut drin. Bitte. Ja, aber du musst doch wissen, wann dein Geld kommt. Du musst doch wissen, welche Anträge du ausgefüllt hast. Du musst doch wissen, wie oft du dir einen Krankenschein holen musst, damit deine Krankenkasse weiter Kohle zahlt. Ja, gut, das ist ja... Okay, das. Was sonst? Ach man, ich kenne das auch alles. Ne? Ich habe das auch mal in Anspruch genommen. 6 Wochen Krankenkassen nach. Ja, und was machst du dann jetzt? Also mit deinem Blut, wie gesagt, hat sich das ja mit deinem Beruf für immer erledigt. Und wie geht's jetzt weiter? Erledigt nicht.
Natürlich. Egal, ob dein Blut zu dünn oder zu dick ist, du wirst immer wahrscheinlich so oder so den Rest deines Lebens irgendwelche Tabletten nehmen müssen. Du darfst das nicht mehr machen. Das ist wie bei mir, wenn ich jetzt zu tief tauche, dann verklumpt mein Blut schon ein Schlaganfall, dann bin ich entweder tot oder ein Haufen Kacke. Was auch Kacki macht. Gut, Kacke hat ich mittlerweile. Was? Mensch. Hast du noch Bier da? Hättest du denn eins? Ja, ich überlege jetzt. Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht hole ich mir eins, aber nur wenn jemand hier eins mittrinkt. Hast du noch eins da? Irgendwo auf Scheiße. Ja, dann geh mal holen. Ich hole auch eins. Bin sofort wieder da. Ich hole mir nur eins. So, ich bin startklar. Junge, diese Halloween-Geräusche fucken die mich ab. Was? Wieso Halloween-Geräusche? Die scheiß Discord-Geräusche seit gestern. Junge. Egal, ob du den Scheiß irgendwie Voice betrittst, rausgehst oder irgendeine Benachrichtigung kommt. Junge, ich hab gedacht, mein Audiotreiber hat sich verabschiedet. Ich hatte schon Angst, ich muss die ganze Scheiße neu installieren. Die Frage ist, was hast du mal drauf? Audiotreiber. 4. Warte. Ich habe 4 Treiber. Einmal der FX-Sound-Treiber, den ASIO-Treiber, den Standard-Windows-Treiber, den MIDI-Keyboard-Treiber. Also es kann einfach verschiedene Möglichkeiten haben. Dann von den Monitorboxen, der Treiber. Dem elektrischen Schnittpunkt, die Treiber. Ach, es ist einfach so viel. Ja. Und es ist einfach nur dieser scheiß Discord-Sound gewesen. Aber Junge, ich hatte direkt wieder Paras. Ach, die Scheiße. Was ist, brennt? Ha? Bier alle. Ja, Discord-Treiber, ja. Das hatte ich auch schon gehabt. Was mit den Discord-Treibern? Discord weiß, glaube ich, oder sowas. Ja, gut, weiß ich nicht. Ja, doch, ich glaube, ich hab mir auch schon mal die Discord-Treiber zerschossen. Die Discord-Treiber, Mensch. Ich hatte übrigens kein Bier, ich habe mir jetzt einfach ein bisschen Korn in den Cappuccino geschüttet. Horn im Cappuccino. Ja, geht er jetzt auf Weihnachten zu? Kennst du Lumumba? Ich hab ein bisschen was an Kopf. Misch da, was, womit du auch so also Schnäpse mischen kannst, ne? Ja, siehst du, und Lumumba, das kriegst du auf jedem Weihnachtsmarkt. Das ist eigentlich nur Kakao mit Rum. So, und wenn du jetzt hier so ein Cappuccino hast, der eben so wie der hier stark nach Kakao schmeckt, und machst so einen Schuss Korn rein, das ist dann halt Lumumba für Super-Asien. Habe ich jetzt gemacht, also. Man muss halt die kleinen Sachen im Leben genießen, oder? Gut, ja. 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 Stimmt auch wieder. Die kleinen Sachen, ja. Da. Ja, wie geht's dir denn, also was machst du denn jetzt so, wo Rainer so wenig Content liefert? Was guckst du denn jetzt, also was machst du jetzt so den lieben langen Tag? Was soll ich machen? Ja, weiß ich nicht, deswegen frage ich. Meine Modelleisenbahn rumbasteln, bisschen zocken. Was zockst du denn? Fallout. Und dann Elektro-Eisenbahn? Ich stehe ja auf H.0 Spuren. H.0. Ja. Ja. Was hast du für eine? H.0? Auch. Fleischstrom. Fleischmann. Wie groß ist denn deine? Ist gerade groß. Ich sag mal, ich habe auf knapp 1 Meter Länge, 1 Meter Breite. Bisschen was drauf. Ja, ich hatte früher praktisch auch so eine relativ kleine. Kleine Anlagen. So dann hat hier meine Freundin, die Freddy, die hat dann aber geerbt. Ne, und dann hat die gesagt, hier, ne, verkauf deine scheiß kleine Bude, ne, ziehst du bei mir ein, großes Haus. Dann haben wir oben den Dachstuhl ausgebaut, komplett. Ne. So, und das ist jetzt so wirklich so komplett voll. Komplett voll mit. Scheiße, also eigentlich, aber das Ding ist, ich hatte Spaß daran, den ganzen Kram zu kaufen, den ganzen Kram da oben aufzubauen. Ja, weiß ich nicht. Und seitdem fühlen sich die Spinnen und anderes Tier da wohl. Ich sag mal, aber ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht reise ich da doch raus und ich baue mir da ein Räucherofen. Was Freddy und ich gerne Geräuchertes mögen, hinterfrag das nicht. Ich möchte einen Räucherofen und gut ist. Räucherofen ist ganz, sag ich mal. Ja, siehst du, endlich mal einer, der mich versteht. Okay. Ich sag's mal so, weil ich hab's bei mir im Haus selber mit drin.
Warte, du hast auch einen Räucherofen. Boah, bei mir in der Bude. Geil. Hast du auch ein Haus? Bei mir hat mir zusammen Erbe finden. Erbe. Ah. Ja. Von dir? Ja. Also du hast geerbt? Oder vererbst du das irgendwem? Also wenn das bei dir mit dem Blut da schief geht. Ich krieg das Ding vererbt. Ah. Ja. Hast du auch einen Bruder oder so? Oder bist du Alleinerbe? Der kümmert sich drum. Den ist wer? Geld. Der geht's ums Geld. Ja, wer? Da geht's ums Geld. Also der sagt Geld. Geld, 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 aber... Ja, aber ich habe doch nur gefragt, ob du Alleinerbe bist oder ob da noch jemand... Also hast du einen Bruder, Schwester, Cousin, irgendwer, der da auch miterbt? Das ist egal. Oh. Also kriegst du praktisch gar kein Haus. Sondern dann muss irgendwer irgendwen auszahlen und hinterher hassen sich alle. Nee, ich sehe meins, ja. Möchtest du mal ein Thema vorschlagen? Über das wir reden? Was vor? Nee, schlag du mal was vor. Was denn? Was hältst du eigentlich so allgemein von der Ausländerproblematik in Deutschland? Beschäftigt. Hm? Ich habe mich nicht groß mit beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Okay, pass mal auf. Du beschäftigst dich nicht mit deinem Beruf, du beschäftigst dich nicht mit den Tabletten, die du nimmst, du beschäftigst dich nicht mit, keine Ahnung, irgendwas außer mit Rainer Winkler. Was stimmt denn nicht mit dir? Das heißt, ein Ausländer ist halt schwieriges Thema. Hast du eine Meinung zu irgendwas? Außer zu Rainer Winkler. Was? Ich hab dich Würdest du eine Anti-Schimmel-Voodoo-Puppe in meinem Shop kaufen? Noch nicht, aber ich überlege, einen Shop zu eröffnen, wo man Voodoo-Puppen kaufen kann, die man halt gegen mich verwenden kann. Ich kaufe direkt eine. Gegen dich? So als Fanservice quasi. Weißt du, jeder, der mich hasst, kann sich so eine Voodoo-Puppe kaufen. Ich denke, das könnte sich durchsetzen. Silvio ist vielleicht gar nicht so ein vertrotteltes Marketing-Genie, wie wir das denken. Wunderbar, wunderbar. Ja. Da mache ich Voodoo-Puppen-T-Shirts, Voodoo-Puppen-Unterhosen. Ja, wie willst du aber das lächeln können? Ja. Weißt du, und dann liegen irgendwelche Frauen in Brasilien am Strand eben mit diesen Unterhosen. Das ist schon geil. Und dann sage ich hier, Mädel-Leute, Doppel-Mädel-Leute. Danach kaufe ich mir einen Kutter und dann können mich alle am Arsch lecken. So ein Ding ist das nämlich. Okay, okay. Ja, Junge, wenn ich endlich meinen eigenen Kutter habe, dann kenne ich euch alle nicht mehr. So ein Ding ist das. Och Mann, was soll denn das? Das ist aber ganz schön gemein mir gegenüber. Ja, das ist gemein. Das ist gemein. Ja, das ist nicht gemein. Also dein Blut ist bis dahin dick, du bist dann tot. Der andere hier, der wird Arzt, der kennt dann Leute wie mich nicht mehr. Sie wahrscheinlich brennt dann mit dem Arzt durch und ich bin obdachlos. So wird das nämlich enden. Ja klar, ich bin der Tote. Ja, wundervoll. Ja, bist du noch schwarz? Dann würde es irgendwie so passen. Der Schwarze stirbt immer zuerst. Wenn ich schwarz wäre, ja. Ja, jetzt, ja. Ach du Kacke, Leute. Ach du Kacke. Warum? Also, warum? Hast du eine Frau? Sven. Hä? Und weiter? Ja, und weiter! Mit... Ach du Scheiße. So. Ich höre dich gar kein Bier trinken. Was? Ja, genau. Was spielen Sie, Herr Puderquaste? Diablo. Die Falle. Du hast dein Mikro irgendwie anders angestellt. Man hört dich gar nicht so viel. Klack, 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 klack. Ja, weil ich gerade versuche, Items zu kaufen. Ah, okay. Ja, aber die ganze Zeit bist du schon irgendwie gefühlt leiser als sonst. Ja, weil ich hier die ganze Zeit wie so ein Bekloppter auf einer Seite rumscrolle und versuche, Käufer zu erreichen. Verkäufer. Ah. Irgendwelche Diablo-Teile? Ja, der Spiel seit heute wieder KZ-Man. Ich hatte heute Morgen Langeweile, da bin ich in den Keller gegangen und dann habe ich mir meinen alten C64 wieder hochgeholt und die ganzen alten Nazis. Hast du einen Commodore 64? Ja, selbstverständlich, du etwa nicht. Junge, wenn ich nicht mindestens einmal im Monat Gianna Sisters spiele, dann drehe ich durch. Da ist das erfunden worden. Und dann sind die angezeigt worden von Nintendo. Das ist ja hier so ein, weiß ich nicht, einfach so ein einzelner Typ gewesen,
aus der Nähe von Heidelberg. Merci. Und der hat praktisch eigentlich nur das Original Super Mario genommen, hat da hier Gianna und Jenna rein und dann war gut. Ich liebe das Spiel. Sagen, ich hab bei mir SNES bis N64 bei mir zu Hause. Also so ein typischer Nintendo-Fan. Das heißt typisch. Drüber hinaus nichts. GameCube, sowas. GameCube hatte ich auch mal. Das war nicht meine. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, das wäre beim GameCube gewesen. Ich meine, 2 oder 3 Spiele hätten mir noch gefehlt, dann hätte ich jedes Spiel gehabt, was es für die GameCube gegeben hat. Meine Konsole war es nicht. Definitiv nicht. Ich fand die GameCube super. Und vor allem seiner Zeit weit voraus. GameCube? Echt? Meinst du? Wenn du überlegst, nimm mal die GameCube und dann nimmst du zum Beispiel mal so Sachen wie unter anderem Virtua Fighter etc. So, das war seiner Zeit weit voraus. Die PlayStation 1 war noch in weiter Ferne und selbst Tekken sah nicht so gut aus wie Virtua Fighter. Du meinst die PlayStation 2? Nee, ich rede von der PlayStation 1. Der GameCube, der kam noch weitaus später. Nee, warte mal, wirklich? Nein. Natürlich, der kam weitaus später. Muss ich tatsächlich nachgucken. Wann kam die PlayStation raus? 94, 95, 96? Roundabout, ja. Wie ist N64? Von da weiß ich auch, dass es ungefähr zu dem selben Zeitpunkt raus. Ich weiß nur, in dem Shop, wo ich zuletzt war, die so für 65 verkauft werden aktuell. Die Spiele oder was? Nee, die Konsole selber. Die geht so im Moment für 65. Thank you. Wenn du, wie heißt denn dieser Gaming... Blabla auf Twitch. Ist so ein Laden irgendwo auch, weiß ich nicht. Ja, Hessen, ja. Frankfurt, Berlin, ich habe keine Ahnung. Und der kauft ja ständig an und der hatte irgendwie die Tage gesagt, dass die so für 65 aktuell. Ich spiele meine Klassik-Konsolen, SNES, der NES auch. Und doch, das ist tatsächlich recht. Die ist tatsächlich 2001 gekommen. Ja. Ja, ich habe viel durch den Schlaganfall vergessen, was? Wirst du auch noch lernen. Ja. Kann man bitte jemand anders reden? Ich mag jetzt nicht mehr gerade. Freddy, rede du was? Mal. Ich höre dich gerne reden. Weiß ich nicht, sprech mit Ferguson. Wann? Worüber möchtest du denn? Leute, komm. Einfach wie Silvio, die ganze Zeit am Reden, dann ist auf einmal eine Frau und dann... Ach, Junge, ich liebe mein Leben manchmal. Was? Also? Du wirkst ein bisschen deprimiert. Gibt's irgendwas, worüber du reden? Ja, du. Weiß ich nicht. Muss bald sterben. Da wäre ich auch deprimiert. Wieso? Weil du auch Stress mit deinem Blut hast. Sein, vielleicht. Habt ihr euch gestritten? Hast du Kinder? Nein. Möchtest du? Irgendwann? Nein. Okay. Ich hab... Grund? Gute Frage, ich will nicht mit dir reden. Angst vor Ritzern. Ich merke schon. Hast du ihn schon mal geärgert oder so? Nee. Kannst du sie nicht hören? Ja. Ob du meine Freundin nicht hören kannst? Die redet immer mit dir und dann kriegt sie keine Antwort. Warte mal. Sag nicht, du hast meine Freundin gestummt. Warum das denn? Nicht. Immer dieser Frauenhass. Trifft mich immer wieder, wenn er zu trocken kommt. Echt, Junge, ich kann dir das nicht beschreiben. Das macht irgendwas. Deinen ganzen Arm ein. Ja. Ich glaube, alleine draus ziehen ist so ekelhaft. Du bist so ein krankes Schwein, ey. Hast du schon mal probiert? Nee, aber daneben gestanden. Was? Lange Geschichte. Oh je, die musst du mir mal erzählen. Nee, lieber nicht. Ich versuche die Bilder immer noch aus dem Kopf zu kriegen. Junge, da kommen einfach Sachen mit aus dem Körper, das hast du noch nicht gesehen. Tja, ich würde die gern sehen. Ach, Junge, halt, ey, Junge, ich hätte fast gekotzt. Ist doch nicht schlimm. Willst du mir sagen, du guckst dir hier so Pornos an, wo sich der Darm nach außen wölbt? Ja, nicht immer. Bitte, das ist eklig. Ja, natürlich ist das eklig, ich hätte fast gekotzt. Ach komm, übertreib doch jetzt.
hätte fast gekonnt. Geh nicht auf die kranke Scheiße von dir und deiner Freundin. Okay. Ist okay. Wir diskriminieren ganz dich. Natürlich. Und deine Fetische. So, ich will schon. Und deine Nationalität. So. Junge. Ich werde dich mal refissen, dich verpissen. Ich wünsche dir Nacht. Gute Nacht, schlaf gute gut. Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Sterb nicht. Gute Nacht. Nein. Doch. Besiegt. Nein. Doch. 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 Junge Puder, bitte. Nein. Doch. Puder Baby, ist mir scheißegal. Bitte hört auf. Geht doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nix da. Doch. Nein. 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 Doch. Hallo. Hi, Schimmelpunk. Hi. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Worum geht's hier? Ist das ein Trinkspiel? Nein, es ist kein Trinkspiel. Okay. Was ist hier los? Kann ihn jemand aufklären? Ich bin gerade nur vor einem Kampf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal mehr, was die Ausgangsfrage war, dass hier genau gemacht wurde. Ich auch nicht. Ich habe den Faden verloren. Wegen dein Kollege Puder habe ich jetzt wieder die Bullen am Nacken. Was? Böser Puder. Ja, böser Puder. Seltsam. Nee, du bist seltsam. Nein. Hallo Puder. Schlafen. Ich? Ja. Heute Morgen. Ein bisschen Schlaf, meine ich. Also du hast wirklich geschlafen, du lügst jetzt nicht. Ich habe 5 Stunden gelegen und davon bestimmt 3,5 geschlafen. Und jetzt trinkst du wieder den Krüger-Kakao. Ja. Ey, aber, tatsächlich, eher um auch so ein bisschen wach. Nö. Achso, du bist einfach nur ein bisschen platt. Okay. Ja, meinst du eher jetzt mal ohne Spaß, weißt du, wie lange, ich habe selber keine Ahnung, wie lange ich wach war, aber meinst du dann helfen 3,5 Stunden Schlaf, um wieder fit zu sein? Ja, gut. Ich hatte nur keinen Bock mehr liegen zu bleiben und ach, jetzt sind einfach... Also eine gesunde Mütze Schlaf, die bringt auch nach einer langen Wachperiode. Also dann bist du... Also das ist jetzt nicht so, dass du auf deinem Konto minus... Lern du erstmal, welche Tabletten man braucht, damit das Blut dicker wird. Danach kannst du mir weiter medizinische Ratschläge geben. Oder nein. Doch. 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 N-E-I-N. Nein, nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, hier siehst du, du verkraut schon andere Discord-Mitglieder. Doch! Nein. Du verkraust jetzt schon. Du hast jetzt schon hier die eine schon vergrault, die Mulle. Doch! Nein. Doch! Nein. Doch! Nein. Doch! Nein. Doch! Nein. Alter, du hast sie auch gerade vergrault. Nein. Doch, doch, klar. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch, klar hast sie vergrault.
Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Freddy? Ja? Komm, wir gehen vögeln. Siehst du? Doch. Nein. Doch. Nein. Ich komme wieder, wenn ihr euch beruhigt habt. Das kann Jahre dauern. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Wollen wir jetzt so weitermachen oder warten, bis sie wieder kommen? Nein. Okay. Doch. Nein. Doch. Du hast ja jetzt alle vergrault. Du hast Schimmelpunk vergrault. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Hier siehst du dich auch gleich wieder ab. Hört ihr auf damit? Frag das dein Freund. Das ist nicht mein Freund. Also nicht in dem Sinne. Freund. Nee, wir haben vorhin unsere Freundschaft beendet. Ist mir doch scheißegal. Doch. Wenn ihr aufhört, würden die anderen auch wiederkommen. Ich kenne die anderen noch gar nicht. Derjenige, der die ganze... überhaupt nicht. Doch. Nein. Doch. In welchen Channel sind die jetzt überhaupt? Okay, sind sie komplett raus. Hi, hi. Ja, hi, hi. Muss kurz was erledigen. Nee, also, ja. Meine blöde Frage, ist im Panzertape-Kleber irgendwas drin, was irgendwie in die Haut einziehen könnte und irgendwie giftig ist? Oder kann man das einfach jemandem so auf die Haut pappen? Auf die Haut? Ja. Aber Panzertape, dieses silberne. Denke nicht, dass es giftig irgendwie ist. Aber ich würde. Ja. Aber wenn du was richtig leben willst, dann würde ich kein Panzertape nehmen. Ja, geht um meine Freundin. Okay, du willst ihr Panzertape irgendwie zukleben? Dann ist ja egal. Also, ist das giftig oder nicht, oder kann man das einfach machen? Kann man einfach machen. Ja, alles klar, danke. Sie sagt, ich soll vorsichtshalber nochmal fragen, seid ihr euch sicher? Das ist ein Kleber, das zieht ja nicht direkt in die Haut. Ja. Das da ist, also man kann da vom Ausschlag. 3 Jahre, 4 Jahre. Kriegst halt, kannst einen Ausschlag vielleicht bekommen. Ja, das ist kompliziert, sagen wir einfach mal so. Okay. Wenn es lange, also für längere Zeit würde ich es eher nicht machen. Da würde ich ja Sikabond nehmen. Das Teufelszeug. Ja, geht jetzt. Mach doch eine Mullbinde drum. Ich geb dir gleich Mullbinde. Warte, ich probier mal was. So, ich hab mir jetzt eine Teledin geholt. Ich bin ready. Was bist du? Ich bin ready für euch, für euren Quatsch. Okay. Welchen Quatsch? Ich weiß, sie hat sich hier in welche Drogen reingepfiffen. Sie hat Teledin genommen, die darf reden, was die will. Ja, echt so Puderquaske. Quaste. Den Typen kann ich nicht leiden. Wem? Kannst du nicht ein? Das heißt, er gibt keinen Sinn. Ja, er gibt keinen Sinn, danke. Klug, scheiße. Ich weiß. Jetzt müsst ihr den jetzt noch mobben. Den Puderquaste? Nee, den Schimmelpunk. Nee, den mobb ich nicht. Nur privat. Also vom Puderquaste muss ich dich warnen, ne? Ey, wenn du mit dem befreundet bist, Halleluja. Das ist, also... Was hab ich denn? Ganz schlimmer. Das ist ein ganz schlimmer 31er. Und ein Nazi! Okay, das finde ich nicht so nett. Ja, manchmal tut die Wahrheit und nach. Frag die Juden mal, wie die das finden. Aber sind die Juden nicht gerade auch noch irgendwie viel besser mit dem ganzen Israel-Krieg? Ich muss mich hier erst um meine Freundin kümmern, Moment. Was macht ihr denn so? Also, ich bin gerade in GTA drin. Ich habe gestern mit Puder KZ-Manager gespielt. Okay. Red dich doch nicht raus. Ja, ich hab's gesagt. Das ist aber ganz schön gemein von dir. Nutz deine Zeit, solange sie noch reden kann. Weißt du, es gibt halt Leute, die können dazu stehen, dass sie in einer und flirten nicht mit anderen Frauen beim Einkaufen. Ist so. Und tun dann so, als wäre es kompliziert und nur eine F+. Ja, da bist du sprachlos, ne?
Oh Junge, das hat mich jetzt leider gerade irgendwie gekriegt. Gerade akustisch, ne? Was hast du gesagt? Ja. Wiederholst du mal bitte. Ein bisschen noch Salz auf die Wunde streuen. Das kann ich nicht ohne zu weinen. Deine Cousine. Wieso in der Türkei? Du bist Türke? Ja. Ich hab gedacht, du bist Nazi. Das bin ich nur. Lieber von den grauen Panthern gehört oder graue Wölfe? Das bin ich nur an Wochenenden. Ich dachte, du hast rote Haare. Und hast keine Seele. Ja, und, jetzt. Und, ja, du. Ich? Ja. Heißt Kevin, bist schwarz, hast rote Haare und keine Seele. Wenn dann schon das volle Programm. Ja. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Jo. Ich schon, der Pack macht irgendwelche wieder Fesselspielchen. Das geht dich nix an. Manche Sachen müssen halt bestraft werden, so ist das halt. Kommt drauf, was man versteht unter Bestrafung. Ja, das werden wir heute noch rausfinden. Erzählt mal was, sonst komme ich mir so pervers vor. Ich weiß nicht mal, was du vorhast. Ja, ich mach das ja auch nicht mit dir, also alles gut. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, was du vorhast. Du hast nur was von Bestrafung gefaselt. Ja? Ja. Was für eine Art. Bestrafst du deine Freundin nicht, wenn die nicht artig war? Ich schick dir einfach vor der Tür. Ja, und dann kann jeder machen, was die will, oder was? Dann kann sie sich einen neuen suchen. Nee. So war nicht der Deal, so war er nie. Wer nicht hört, wird rausgeschmissen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Die gehört einmal quer durchs Zimmer geschwattet. Ja, warte mal ab. Das ist nicht mein Bier, das macht ihr und auch. Ja, redet mal über was anderes. kannst du mal ausrechnen, wie viel Kamele die wert ist? Warum? Warum nicht? Junge, die hat Qualitäten, so viele Kamele kannst du gar nicht auftreiben. Oh. Aber ja. Damit das so bleibt, ne, müssen halt die Regeln eingehalten werden. Was hat sie denn verbrochen? Ich habe einen anderen Kerl angegrinst, als du heute unterwegs war. Oh. Du bist wohl nicht so drin in diesem Ding. So, sie war ein böses Mädchen, sie muss bestraft werden. Oh. Was habt ihr denn heute gegessen? Hast du das heute nicht schon mal gefragt? Ja, dann frage ich halt gar nichts mehr. Entschuldigung. Sie hat Tilidin genommen. Die wird viele Sachen heute noch mehrmals fragen. Junge! Oh, geil. Ich glaube, ich bestrafe noch eine Spur härter. Ich will auch Chicken Wings. Wer will keine Chicken Wings? Schatz, wo sind denn die Klemmen? Hattest du nicht gemeint, du bist Veganer? Ich war gerade auch. Ach so, stimmt, ja. Das. Ach, wo Ulf weg ist, der Haus, kommst du plötzlich mit der Wahrheit. Wer ist weg? Ach so, ja, Ulf. Wer ist der weg? Ossi. Ach, der. Ach, ja, gut. Ja, der ja. Hast du Angst vor ihm? Vor wem? Ja, vor Ulf, vor den Ossi. Ich weiß nicht, weil du gesagt hast, du bist Veganer. Okay. Verstehe ich nicht, den Zusammenhang. Junge, mir ist das Messer hingefallen und ich habe sie fast getroffen. Ach so, sei doch vorsichtig. Ja! Wie gehst du mit Ressourcen um? Du hättest mal den Blick sehen sollen. Verletzt oder was? Nein, das ist so ganz knapp neben ihr eingeschlagen. Nein, also ich meine auch wegen dem Band, was du da... Er hat sie doch fast mit dem Messer getroffen. Okay. Ja. Ich glaub, Hände und Füße müssen zusammen. Ich habe nichts Brauchbares da. Und aus dem Grund habe ich gefragt, ob das Panzerband, Kleber, ob das giftig ist, wenn man das eine Zeit lang auf der Haut hat. Ich verstehe praktisch die Frage nicht.
Hast du keine Kabelbinder? Das hinterlässt die Art von Spuren, die die Polizei nicht gerne sieht. Aber macht das Panzertape auch nicht irgendwie, wenn du sie... Ja, schon, aber hast du schon mal mit Kabelbinder jemanden gefesselt? Ohne Spaß. Wenn das nur 5 Minuten an der Haut war, sieht das aus. Also die könnte behaupten, ich habe das schon seit 2 Wochen dran, weil genau so sieht das aus. Hast du keine Handschellen? Sagen wir einfach mal so, doch, habe ich, aber ja. Ich habe gesagt, doch. Sie hat Talente und Tricks, also Handschellen sind da nicht unbedingt die besten. Weil, obwohl... Sie kann Dinge. Stahlkette und Vorhängeschloss? Kriegst du nicht stramm genug, weil die Ösen der Kette meistens ja zu groß sind, dadurch hast du ja dann Spiel. Gut. Du kennst dich wirklich nicht aus, oder? Ich nehme kein Panzertape. Ja, wie machst du das denn? Erzähl. Entweder nehme ich ein Seil oder ich einen Kabelbinder oder Handschellen. Die haben wir noch Bon. Achso. Keine Shisha, ist eine Crackpipe. Kann man kann man über Shisha auch Gras konsumieren? Habe ich mich nie gefragt. Müsste eigentlich gehen. Das erste Mal Gras geraucht hat, war mit einer Wasserpfeife. Ah. Das wusste er aber. Wann hast du das letzte Mal deine Freundin gefesselt? Paar Wochen her. Wie war's so? Willst du ins Grobe oder willst du ins Detail hören? Detail. Außerdem macht das meine Freundin an, wenn die von Bestrafungen von anderen hört. Deswegen bitte erzähl mal, du könntest mir praktisch einen guten Abend bescheren. Ich will aber keine anderen Leuten guten Abend bescheren. Doch, mach mal. Ich finde aber das Böse. Ja, dann mach doch. Also wenn du es richtig gemacht hast, müsste das ja eigentlich auch böse enden. Also, wenn du mir jetzt mit irgendeiner, weiß ich nicht, Kindergartengeschichte kommst, nee, das macht die bestimmt nicht an. Die ist einiges gewohnt, da muss sie jetzt schon ein bisschen Gas geben. Wenn du es unbedingt hören willst. Ja, alle wollen das hören. Also zumindest ich und meine Freunde. Erstmal mit Kabelbinder gefesselt. Warum? Weil ich Bock hatte. Achso, einfach so, die hatte praktisch nichts angestellt. Einfach so. Achso, nee, das mache ich nie. Warum? Sagen wir einfach mal so, weißt du, wenn ich die auch bestrafe, wenn die in Anführungsstrichen brav war, dann sind meine Bestrafungen nichts mehr wert. Und dann kann die in Anführungsstrichen machen, was die will, weil die Bestrafung kommt ja sowieso. Du musst Dominanz zeigen. Ja, tue ich. Dann, wenn es nötig ist. Und bis dahin ist die brav in aller Regel. Also so kenne ich's, so praktiziere ich's. Wenn sie unartig war, wird sie keusch gehalten. Sowieso, aber okay. Sex muss sich verdient werden. So ist es. Ja, jetzt erzähl mal weiter. Du hörst auf zu weinen. Warum weint die denn? Ja, weil ich das mag. Oh. Jetzt erzähl. Darf ich hier erstmal von den Bullen hier abhauen in GTA? Ich hab die immer noch am Nacken. Wegen Puderquaske. Brauchst du die Zeit, um dir eine tolle Geschichte einfallen zu lassen? Nö, den Puderquaske werde ich dir einfach nicht mal los. Puders Ex hat das über Chlamydien gesagt, aber... Dir fehlt auch Ulf, der Ossi. Ach, der Typ. Für mich heißen alle Ossis Silvio. Oder Ronny. Ronny? Nö, überhaupt nicht. Ich hatte schon etwas länger mit ihm geredet. Seid ihr Freunde? Aber ich und Ulf? Ja. Nö, Freunde würden... Wenn du oft mit dem redest... So oft habe ich nun auch nicht geredet. Da waren ja hier noch komische Leute noch anwesend. Ich habe hier so viele tolle Freunde gefunden in der Bubble. Ich hab die meiste Zeit in der Bubble komische Leute gefunden. Ja, ich bin auch komisch. Das kann ich nicht beurteilen. Dafür kenne ich dich zu wenig. Ich erzähle dir hier, dass ich meine Freundin neben mir auf dem Boden liegen habe und die Fessel. Weißt du, wie ich meine? Also ja, sehr normal wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, das sind irgendwelche Sexspielchen. Nein, das hat mit Sex nichts zu tun. Das hat mit Sex überhaupt nicht. Nochmal, bestrafen, kein Vergnügen. Aber es würde ich entscheide, wann Vergnügen gibt. Aber ist für dich das quasi nicht eine Vergnügung, wenn du sie bestrafst? Ja, aber im Kopf, das ist nichts körperlich.
Das wird ja auch nicht immer körperlich. Ich hatte mal eine, die habe ich über 1,5 Jahre erzogen. Aber da ist sexuell nie was gelaufen. Okay. Damit kann man gutes Geld finden. Ach so, läuft der Hase. Yep. Du bestrafst sie und bekomme Geld. Und machst Videos davon und dann stellst du die einfach. Nein. Machst du nicht? Werden keine Videos gemacht. Niemals. Okay. Hätte ja sein können. Nein. Das ist, nee, das ist, wie gesagt, das ist nicht so ein Ding. Ich brauche das für meinen Kopf. Wenn jetzt zum Beispiel da eine Freundin zu mir kommt und die Dienste in Anspruch nimmt, dann wird die sich bedanken, wenn ich sage, ich filme das. Peitschst du sie auch dann aus? Je nachdem. Das kommt halt drauf an, in welcher Stufe der Erziehung man sich befindet, ne? Gibst du auch Wachs über ihren Körper? Nur echten. Also die meisten, die verwenden ja so extra diesen SM-Wachs und ich verwende halt echt. Dieser SM-Wachs, der wird nicht so heiß und also bevor der auf der Haut aufschlägt, ist der schon kalt. Das bringt gar nichts. Hier Rocksau, der benutzt so eine Scheiße. Noch so. Wäre eine Alternative, nicht noch hier eine heiß... Wer ist denn Rocksau? Ach, so ein dicker möchte gern Dom, weiß ich nicht, der sich sein SM-Raum mit den Katzen teilt. Ach, lange Geschichte. Okay, noch nie gehört. Ein komischer Dude. Da haben wir es vor unter Kurzfassung. Klingt, der hat mal versucht, in meiner Branche quasi rumzukrebsen. Ist wohl nicht so gut gelungen. Ich habe gehört, die Hälfte der Ausrüstung, die er hat, hat seine Mutter bezahlt. Okay. Ja, so untereinander ist man ja im Kontakt durch diverse Foren und Rocksau kennt irgendwie jeder. Hier, Keule, du wolltest eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte? Ja, hier, wie du deine Freundin zuletzt bestraft hast. Gefesselt, heißt viel Pistole genommen und dann schön langsam auf ihren Körper. Klingt zumindest kreativ. Was haben die hinterher in der Notaufnahme gesagt? Die war nicht in der Notaufnahme. Dann war es auch keine Heißklebe. Wieso? Wenn sie ja, nicht weil sie ich nicht weiß, wie das ist mit einer Heißklebepistole. Damit verursache ich gezielt Narben. Das benutze ich, wenn ich zum Beispiel einen Buchstaben auf die Haut brennen will, als Narbe. Da nehme ich einen Lötkolben. Ach, Blödsinn. Das ist wie so eine Porno-Fantasie. Das ist absoluter Blödsinn. Wieso? Ja, weil das niemand macht. Im allerschlimmsten Fall ist das eine Infektion, die dich tötet. Bist du sicher? Ganz sicher. Hast du es ausprobiert? Ich habe 3 Brandings, ja. Okay. Deswegen, sorry, die Heißklebepistole kaufe ich dir. Wohin denn? Wohin denn? Weißt du, das Lustige ist, dass er, das Rocksau zum Beispiel und all die anderen so mit dem 15-10, weißt du, die machen da so ein Geschiss draus. Weißt du, ich wurde praktisch zur gleichen Zeit von Imp eingeladen. Also, weißt du, ja, weißt du, trefft ihr euch doch, ihr Dulli. Ja, auch für so eine Party. Und ZTK war damals auch da, Dorian wäre da gewesen. Dieser eine Dude, ich vergesse immer, wie der heißt, der hat früher fürs Rainer Game, also ganz früher, so Death-Metal-Kram gemacht, also so Death-Metal-Lieder und anderen Rainer-Content. Das war so, der war mal sehr bekannt, aber ich vergesse den Namen immer. Der wäre da gewesen und der wollte mich unbedingt kennenlernen. Nee. Wäre gar nicht mal so weit weg von hier gewesen. Etwas mehr als eine Stunde Fahrt, aber Ding. Ja, tatsächlich sogar von, also wenn das alles ne, so, dann das war von quasi da 20 Minuten weg. Ich habe irgendwo noch Fotos von der Party. Ich muss mich mal erinnern, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Nö, das nicht. Ja. Schon wieder? Hast du nicht irgendwie gefühlt die halbe Nacht Handschuhe gesucht? Ja, aber ich finde, die Hand. Ich glaube eher, dass du Paralyse. Ja, er ist gleich schon pleite in Diabolo. Oh, neues Gold kaufen. Also ich traue Puder vieles zu, aber das Wort pleite würde ich mit Puder niemals in Verbindung bringen, egal wo, gerne. Wie gesagt, ich kenne den zu wenig. Bester Pfennig Fuchser, wo geben tut auf die ganze weite Welt. Eigentlich nicht mal. Also tatsächlich wirklich nicht mal. Oder meinst du? Was ich wirklich meine, also dieses, ich fahre durch einen McDrive, nehme den Gutschein und noch während die mich praktisch
oder die dir die Burger bringen, löschst du deinen Account, um einen neuen zu machen, um nochmal durch den McDrive zu fahren. Ja. Das hat mich auf eine ganz andere Weise beeindruckt und die Sicht auf mein Leben verändert und spart mir seitdem sehr viel Geld. Ja, sag ich. Er hat einfach erlernt die Kunst des Bescheißens. Nein, Scheiße. Eben nicht. Der nutzt Lücken. Das ist so clever. Wenn Junge, diese Lücken sind überall im Alltag. Du musst nur einmal anfangen, sie zu sehen. Dann sieht, ja, Junge, das ist großartig. Das ist wie, als wenn sich so eine neue Welt auftut. Mhm. Hättest du ja auch bei dem Waschmittel machen können. Dann hättest du für 2 Jahre Vorrat gehabt, komplett kostenlos. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ne? Ich hab's ja eingeräumt. Ich fange ja langsam damit an. Das ist total geil. Ich probiere ja manchmal Sachen für Rewe. Ja. Und jetzt muss ich ein paar Sachen ausprobieren von ein und derselben Ding. Und wenn du eben 3 Sachen von der Firma praktisch hast und diese Codes hast, bekommst du noch so ein Sonderpaket zugeschickt. Okay, das ist geil. Ja, da hat Rewe nicht aufgepasst. Ey, muss aber wirklich, habe ich aber glaube ich schon mal gesagt, musst du machen oder jeder sollte das machen. Jeder, der so eine Rewe-App auf dem Handy hat, sich einfach als Produkttester bewerben. Wenn du einmal drin bist, Junge, das ist total geil. Kostet dich nichts, musst nur hinfahren, das abholen. Zeigst dann praktisch deinen Einladungslink, blöd gesagt, oder so ein QR-Code ist das. Und ja, dann kriegst du die Scheiße mit nach Hause. Du musst dann nur eine Bewertung schreiben. Wenn du das eben nicht regelmäßig machst, dann fliegst du aus dem Programm wieder raus. Ne? Ja, ja, klar. Ja gut, aber dafür gratis Waschmittel zu bekommen. Bei meiner Freundin ist das geil, die macht praktisch so eine Art Tester für Sexspielzeug. Weißt du, die kriegt praktisch auch Zeug zugeschickt, die kann das alles behalten, ne, und dann muss sie halt praktisch nur eine Bewertung schreiben. Und wir schreiben halt meistens nur die Bewertung und verkaufen einfach den eingepackten Scheiß weiter, eben unter Neupreis. Junge, ohne Spaß, Junge, da kannst du richtig Geld verdienen. Nee, heute hast du nichts hochgeladen, ne? Nee. Mehrere bisher, aber eben noch nichts mit. Im Moment sind wir in der Vorwurfsphase. Also ich sage nichts und sie macht Vorwürfe. Wer auch immer. Problem ist, ich habe einen Beweis bekommen, ne? Mhm. Aber der Beweis ist nicht Beweis genug. Also nicht so. Erzähl ich später. Zeige ich aber nicht. Erzähl. Aber es wird nicht so viele Mädchen mit Schimmelnarbe geben. Heute das Haus aus und mit dem Hund. Ich soll das Haus nicht verlassen. Weil ich meine Freundin bestraft. Kannst manchmal. Da wird mir immer schwindelig. Wow. Brauchst du so ein Sauerstoffgerät mit alter Luft? Kann auch bei dir einziehen. Bei Kneipen. Oder so Kneipenluft finde ich gut. Ich auch. Meine Ex-Freundin hat da immer nachgerochen. Hat mich schon ganz schön geil. Ja, lieber Bardamm. Nein. Aber es ist komisch, ne? Ich habe auch immer direkt so den Impuls, diese Namen abzufragen oder solche Namen abzufragen, wenn man hört Bart. Ja, ja. Taschentuch, ja, aber Tempo. Ist bei mir ja auch so. Ja, ja. Ist wahrscheinlich von irgendwelchen Filmen so. Ja, war ja früher so, die Nutten, das waren die Hübschen und die Anführerin oder die Chefin, da war meistens so eine ältere. Ja, ja, die den Schillen gegeben hat. Boshikosa, in Anführungsstrichen. Ja, die hat die Nutten da. Eigentlich der beste Charakter in so einem Puff. Ich meine, ich bin ein hübsches Mädchen, vielleicht sollte ich Bardame werden, Junge. Da käme so viel zusammen. Ja, das war. Lass dir welche anoperieren. Nee, die von Tim Lang. Der hat doch so Silikonbrüste, die. Dann könnte aber auch einfach alle 3 Tage eine Frau töten und der ihre abschneiden. Ja, das geht auch. Da muss man halt mal so sich hinsetzen und mal Preis-Leistung, weißt du, abwägen. Mhm. Was jetzt besser ist. Alle 3 Tage muss der Mulle dafür glauben. Gibt doch genug. Ich rede nicht von Frauen, ich rede von Mullen. Ich glaube hier, das muss der JD dir mal erklären, weil ich glaube, der ist länger im Game als ich. Das stimmt, wie lange es ist. Da muss ich jetzt selber nachdenken. Also, aktiv oder aktiv war ich da wirklich nie, wenn schon nur als stiller Beobachter. Ja, wie lange? Circa seit Juno. Also, seit der Juno-Staffel. Also 2015, 14 oder so. Oh, 2015 ungefähr, da wo er geswattet wurde. Okay. Zwar weiß ich nicht alles, ich bin nur stiller Beobachter und ich beobachte auch nicht immer alles. Wenn es langweilig war, habe ich einfach
Also warst du keiner von den NWO-Trollen? Nö, NWO-Trolle, ach, Kurt Meders, ihr Trollkommando Uwe. Dieser Trollkommando Uwe, das ist so ein richtiger Wichser. Ich kenne den nicht, aber ich weiß, der hat ein paar Leute geleakt und ich war froh, dass ich nicht dabei war. Wen hat er denn geleakt? Ja, das war hier einmal die Gamer-Mulle. Okay. Dann den Private Joker, dann auch so diese komische Queen. Aber die haben sich selber geleakt? Ja, die haben sich selber geleakt. Die haben ja ihre Fresse ja gezeigt und da kam ja der Guardian und so und ich war froh, dass ich an dem Tag nicht auf dem Discord war. Ja, aber sind ja selber schuld. Also, wer setzt sich dann mit Cam in den Voice? Ich weiß nicht. Vor allem, wenn man so aus... Das war jetzt sehr oberflächlich. Ja, sorry. Weißt du, kaum mache ich die los, wird die wieder frech. Aber ja, gut, betrifft mich ja nicht. Mhm. Wollt's nur mal fürs Protokoll. Also, da kann man ja nicht von geleakt reden. Ich glaube, das ist so einer von diesen Udo Ultras. Ja. Die sind Udo Ultras. Also diese komische Maultaschen-Community auf Telegram. Maultaschen? Echt? Auf Telegram? Mhm. Okay. Ich habe mir gerade kurz in den Mund gekotzt. Ja gut, ich bin auch nicht auf Telegram unterwegs. Bist du in der Gruppe drin? Ich bin da drinne. Echt? Okay, und was? Ja. Da ist nur wie hier der Kacke los. Teilweise, wann immer TikTok-Restream ist und dann gibt's so einen komischen Dante da. Der laberte 24-7 komische Scheiße. Ich weiß nicht mal, woran das, worum es da geht. So eine Art, hier, jetzt läuft Stream, Benachrichtigungstool, oder was? Erstmal das und damit auch hier permanent Nachrichten da reingeschrieben. Ich verliere da auch langsam auch den Überblick. Und die Kontenance. Weiß nicht, die Udo Ultras, das sind ganz schlimme Wichser. Die sind richtig gemein. Und fies. Ich habe mal gehört, die nehmen einem alles weg. Was auch immer das bedeuten soll. Leben zerstören. Ruinieren. Echt? Machen die sowas? Ich habe mal mit einem gesprochen, der meinte, die hätten mal einen in den Wahnsinn getrieben. War das nicht Niemann Baraka? Nee, war das nicht die NWO? Der meinte, die hätten so einen anderen Typen irgendwie aus Ludwigshafen, den hätten sie wohl in den Wahnsinn getrieben und der wäre mittlerweile in der Klapse. Moment. Ludwigshafen. Ja, ich glaube, das war auch hier dieser Udo. Ne? Ich glaube, die nennen sich ja nicht umsonst Udo Ultras. Udo, ja, das sind, ne? Macht ja Sinn. Komische Leute. Das sind, so wie Buddy es jetzt sagen würde, richtige Chemikalien. Warum? Also, erzähl mir mal was. So, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht so viel über die, aber ich bin sehr neugierig. So viel weiß ich auch nicht. Ich kann höchstens dir einen Link schicken von der Maultaschen-Community. Oder vom. Nee, erzähl mal so mit deinen Worten. Weißt du, wenn du sagst, sie sind Chemikalien, also das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Du musst ja eine Meinung haben. Also, du kannst ja nicht einfach sagen. Er will sagen, wie hast du dir deine Meinung gebildet? Ja, genau, sorry. Ich war einfach zufällig da bei Kurt Meders ins Livestream. Ich habe gefragt, wer das ist. Ja, das ist der Buddy hier, der sein Vater sitzt zu Hause, vegetiert vor sich hin, bekommt Geld von hier vom Pflegeheim, anstatt der einfach ins Pflegeheim geht und verprasselt die alles zu Drogen und so. Und so eine Kacke. Wer hat das gesagt? Der Chat? Ja, aber wenn das doch die Wahrheit ist. Also ich war schon mal bei Arnie im Chat, hat einer was Doofes über Rainer gesagt, da hat irgendwie, das war nicht schlimm. Dann haben alle irgendwie mitgemacht. Aber dass auch hier Kinder bei ihnen zu Hause hingeschickt werden, ja, da kannst du gratis eine PS5 abholen. Zu Weihnachten. Bei Rainer? Nee, bei Buddy. Ja, aber vielleicht hat Buddy das auch nur erfunden. Also die Geschichte. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja, siehst du? Das weiß ich nicht. Ich kann nur daraus nur meiner Meinung bilden und spekulieren. Was Wahrheit ist, das kann ich da schlecht sagen. Huh. Aber du weißt doch, die Udo Ultras Chemikalien. Ja.
Wahrheit oder Lüge? Beispiel mit Marco Kämpfer. Was war da? Kämpfer Marco. Ja, immer noch, was war da? Der hatte da mit einer 19-jährigen gematcht auf TikTok. Und auf einmal bekommt die permanent Morddrohungen. Uiuiui. Ui, ui. Ist anderen Menschen im Internet ja noch nie passiert. Und die Udo Ultras waren das? Ja, haben Fake-Accounts mit ihrem Gesicht gemacht und ihren Tod und so alles gewünscht. Und dann irgendwann noch Pizza-Bestellungen. Ja, aber das war doch bei Rainer alles auch. Bist du jetzt auch seid ihr auch hier schlechte Menschen? Also bist du auch eine Chemikalie? Ich doxe niemanden, ich leake niemanden. Ich rufe auf jeden nicht mal den Pizzaboten an. Aber du hängst aber mit Leuten. Ja, erstmal das. Also ist es wirklich leaken? Und ja, keine Ahnung, du hängst aber mit Leuten rum, die das machen. Also. Ja. Du liegst Leute? Nee, aber hier, also. Er meint das eher, dass es Leute in der Bar gibt, die andere liegen. Wenn ich jetzt als Neuer in einen Arnie-Disc, also in einen Arnie-Chat komme, so als Beispiel. Ja. Ja. Und ich frage hier, weiß ich nicht, weil da gerade eben Rainer-Scheiß geguckt wird. Ich kenne Rainer ja gar nicht. Ja. Aber sag mal, stimmt das, dass er eine Schwester hatte? Und ich sage dir, dass es nicht mal 5 Sekunden dauert, bis einer ihren Vor- und Nachnamen in den Chat. So, und das ist dann in dem Moment leaken. Wenn ich als jemand, der das nicht weiß und diese Information nicht hat, das sofort in den Chat geschrieben wird. So, und das würdest du wahrscheinlich sogar auch machen. So, das heißt, du bist auch ein Leaker und eine Chemikalie. Oder zumindest die ganzen Leute, mit denen du hier abhängst. Ich bin mal am Boss. Jo. Das Zweite würde ich eher wohl sagen. Wieso? Bist du anders? Ich doxe niemanden. Also du würdest auch niemanden, der irgendwie was fragt, zum Beispiel sagen, ja hier, Ramona Winkler, Rita Winkler, Nö. Rudi Winkler. Nö, würde ich nicht machen. Du machst auch keine Rudi-Witze dann, so in öffentlichen Chats. In öffentlichen Chats mache ich sowas nicht, im privaten schon, wenn ich unter Freunden bist? Unter Freunden bin. Also sind praktisch Leaker deine Freunde? Weil da kannst du ja offen reden. Das würde ich nicht sagen. Ja, irgendwie schon. Also eigentlich hast du das gesagt. Jetzt nicht mit den Worten, aber eigentlich hast du das gesagt. Aber würdest du Leute leaken? Wenn es sein müsste? Also, was heißt, wenn es sein müsste? Aber wenn ich jetzt in einem Chat bin und einer sagt, hier, kennst du, also weißt du, wie Rainers Schwester ist? Dann sage ich, ja, hier, Ramona Winkler. Und ja, dann bin ich ja wohl ein Leaker. Und ja, dann habe ich auch schon geleakt. Wenn man das an diesen Maßstäben, und das ist nun mal leaken, festmachen möchte, ja, dann bin ich ein Leaker. Okay. Ich hatte auch schon mal einen Account, der Ramona hieß. Also ja, dann irgendwie schon, ja. Weil war witzig, weißt du, so im Chat, weißt du, da schreibst du hier, Metal, ne, und Rainer ist dick, 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 ne, und... Ja, das kann man ja nicht verleugnen, dass er ja dick ist. Ja, das stimmt. Deswegen ist das ja auch immer ein sehr valides Argument, also finde ich. Ne, wenn mir sonst nichts an der Person auffällt, dann gehe ich da hin und sage ich, Junge, du bist aber fett. Ne, und dann sind die meisten sehr irritiert und sagen, danke, also ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, die rasten da aus. Ja, wenn das denen vorher nicht aufgefallen ist, jetzt stell dir mal vor, morgen erfährst du, dass du in Wirklichkeit schwarz bist. Da würdest du aber auch mal ausflippen. Oder in meinem Fall Türke. Stell dir mal vor, also Mutter sagt jetzt morgen, war die ganze Zeit nur Spaß, Papa war Kanak. Ja, dann siehst du die Welt mit anderen Augen. Und denkst einfach nur, Scheiße. Ja, mit Türkischen vor allem. Wer will denn das? Deswegen, wenn jemand nicht weiß, dass er dick ist, und dann kommst zum Beispiel du und sagst, hier Rainer, du bist aber dick, dick, dick. Und dann guckt Rainer so runter und dann fällt ihm gerade auf und dann weiß ich nicht, ich kann verstehen, dass er dann sauer wird. Ja. Weil er dann einfach denkt, oh Junge, Scheiße, ist mir gar nicht aufgefallen. Weil ist ja meistens so, wenn du so vor einem Spiegel stehst, nimmst du dich ja anders wahr? Na klar, jetzt heißt eine Person, der dir vor dir steht. Nee, anders. Ich wollte ja eigentlich sagen, also es macht einen Unterschied, ob du dich vom Spiegel siehst oder ob jemand ein Foto von dir macht, so vom kompletten Körper.
auf dem Foto nimmt man sich immer viel fetter wahr als vor einem Spiel. Und vielleicht war Rainer ja auch gar nicht sauer irgendwie wegen den ganzen Hatern. Weißt du, so, der hatte nur einfach keinen Bock, dass ständig die ganzen Videos da im Internet sind, und die ihn daran erinnern, wie dick er ist. Weißt du, du willst ja auch nicht irgendwie, wenn du so eine schlechte Phase in deinem Leben hast und mit deinem Körper nicht zufrieden bist, dass da, weiß ich nicht, tausende von Videos von deinem ganzen Körper sind. Ja. Man muss das ja auch mal von der Seite sehen. Man kann ja nicht immer nur auf dem Rainer rumtrampeln. Da muss man ja auch mal mit menschlichen hier Dingsbums messen. Was heißt hier Dingsbums? Weiß ich nicht. Ich habe gerade eine Wortfindungsstörung. Maßstäbe. Danke. Gerne. Ah, das geht wieder los. Ich muss. Machst du auch irgendwelchen Content in der Bubble? Nö. Was, aber was? Ja, red weiter. Der Zug war nur gut. Was meinst du jetzt nur mit Content? Ja, machst du irgendwas? Also irgendwas? Mit Rainer. Ja, nö, ja, auch, aber wenn du anderen Content machst, kannst du auch gerne. Zocken, Let's Plays, Stream. Ich mach kein Cosplay. Nee. Macht meine Freundin manchmal auch, aber nur für mich. Ich erlaube das nicht für andere. Oder Quast, der macht einfach auf YouTube irgendwelche Schminktutorials. Könnte ich machen, Jo. Hat ziemlich Spaß. Ah, du machst ja doch reiner Content. Ich habe gerade mal auf deinen Kanal geguckt und das ist irgendwie Rainer Game, bla bla bla, Episode 1. Live. Ja, das ist, ja, dieses eine Game. Ich habe es mal ausprobiert. Das ist wohl von Ramlord irgendwie. Das ist von Ramlord. Ist das von der... Welche warte mal, Ramlord. Ist halt nicht der Typ, der irgendwie seine Duschbilder rumschickt? Doch, ne? Bitte was? Ja, ich hab irgendwie... Das habe ich noch hier irgendwo auf dem PC. Da steht der unter der Dusche und zeigt sein Pimmelchen. Nee, jetzt echt? Ja, ja, der schickt das immer den Weibern rum, wenn der besoffen ist. Oh Gott. Der ist genau wie dieser Rocksau. Ja, nur Rocksau hat einen ziemlich kleinen Pimmel. Ja, ja gut, ne, das ist tatsächlich, wer ist Rocksau garantiert ein bisschen neidisch. Bei Ramlord, wahrscheinlich will er deswegen sein Freund sein. Gib ein bisschen was ab. Aber Ramlord war ja Trollinde, Mann. Ja, und dieser andere Typ. Nein, der andere hat sich längst distanziert. Schon lange. Distanziert oder? Distanziert. Offiziell distanziert. Der hat sich komplett, ich habe mit dem nichts mehr zu tun und alles, was kommt, habe ich nichts mehr mit zu tun. Und vor allem wollte er auch mit Troll nichts mehr zu tun haben. Wer ist der andere? Das ist egal. Okay, als privat. Das war so ein Dicker. Rote Haare, glaube ich. Nein, der hat doch keine roten Haare. Gar nicht. Nicht? Nee, der hatte schwarze Haare. Echt? Ach, keine Ahnung. Das war ja, wenn irgendjemand ungefragt sein Pimmelchen rumschickt, dann distanziere ich mich. Würde ich mich auch distanzieren, hätte ich keinen Bock drauf. Ja, ja, auch. Hätte er ja fast die Anzeige gekriegt. Der Trollindemann oder der andere? Nee, Trollin. Habe ich zumindest gehört, aber erzählt man sich so. Ja, gut. Gerüchteküche. Ja. Ich kenne die ja alle nicht. Aber ich auch. Man schnappt ja viel auf, wenn man so Voices hängt. Ja, klar. Ne? Das Pimmelbild habe ich aber auch. Ja, aber das Pimmelbild, wie gesagt, das habe ich gesehen, das gibt es auf jeden Fall. Da ist ja auch sein Gesicht zu sehen, der steht unter der Dusche. Ja, ja. Ja, also von daher, das ist jetzt auch nicht, oh, das ist irgendwie gefälscht oder das kann jeder sein, das ist eindeutig er. Er steht da, wie Gott ihn schuf. Nur, ja, genau. Oh nur Gott. Also es ging auch auf allen Discords rum, also das ist auch und ein öffentlicher Bereich. Ja, oh. Okay, dafür bin ich zu inaktiv auf die ganzen Discords. Hängst du nur hier rum, oder was? Entweder hier oder hier bin ich circa seit einem Jahr. Okay. Bist du jetzt auch seit einem Jahr im Game? Nee, hat doch gesagt 2015. 2015, ich bin stiller Beobachter, aber was die Trolle machen, das hat mich ja seit kurzem interessiert. Wie kann man denn stiller Beobachter sein, ohne das mit den Trollen mitzukriegen? Und das seit 2015. Ohne die Trolle würde ja niemand Rainer eigentlich kennen. Es gibt Wichtigeres als im Leben. Ja, das mag ja sein. Aber das ist ja auch nicht meine Frage gewesen.
Natürlich gibt es Wichtigeres. Also ich erledige alles, was es im Leben zu erledigen gibt. Und dann ist eben Zeit für das hier. Ne, da gebe ich dir ja recht. Aber wie will man denn Rainer still beobachten und das Hater-Ding nicht mitbekommen? Das ergibt einfach keinen Sinn. Na, aber es gibt auch so viele Reactions. Ja, aber dann... Nee, dann ist er aber kein stiller Beobachter. Wenn er den... nee, das ergibt keinen Sinn. Dann ist er kein stiller Beobachter. Wieso? Wenn du in Anführungsstrichen stiller Beobachter bist, ja, das heißt, du konsumierst in irgendeiner Form und bildest dir deine Meinung. Mhm. Ja. Guckst du dir aber eine Reaction an, bist du kein stiller Beobachter mehr, weil du dir schon mal eine Meinung dazu einfach mal vorgeben lässt. Die Chance, dass du gegen den Reactor in Anführungsstrichen entscheidest, die ist so verschwindend gering, sondern du verlässt dich erstmal darauf, dass der Reactor damit recht hat, dass der Rainer ein schlechter Mensch ist. So, und das heißt, du gehst nicht unvoreingenommen an die Sache. Wenn Rainer live geht, einen kommentierten Livestream dir anhörst, wird dir schon vorgegeben, dass der Rainer gerade was ganz schön Dummes gemacht hat. So, und somit bist du kein stiller Beobachter, sondern du hast eine vorgefertigte Meinung und du hängst bei Leuten rum, die diese Meinung haben. Diese Leute sind Hater. Man kann nicht seit 2015 irgendwie den Rainer konsumieren und sagen, aber ich interessiere mich seit kurzem erst für das mit die Haters. Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn, das tut mir leid. Wieso ergibt das gar keinen Sinn? Ich habe jetzt argumentiert, jetzt bist du dran. Jetzt überzeuge mich vom Gegenteil. Was willst du denn jetzt von mir wissen, dass ich 2015 rein durch Zufall auf Rainer gekommen bin, mhm. dass ich zwischendurch, okay, der Person wurde gespottet, okay, was ist da passiert? Mhm. Dann die ganze Kacke mit Erdbärchen, okay, da... Wie funktionieren denn so Swatting? Indem man die Adresse von den Typen rausbekommt und dann die Bullen dahin schickt oder die Feuerwehr. Wer macht sowas? Leute, die ihn hassen. Ach. Und die richtig schaden wollen. Sind Hater, oder? Das heißt, du bist durch eine Hater-Aktion auf den Rainer aufmerksam geworden, genau. Bist bei Rainer geblieben, hast aber von Hater-Aktionen danach habe ich mitbekommen. Danach habe ich nichts wirklich mehr danach nicht mitbekommen, außer das Schanzenfest. Bist du als Kind auf den Kopf gefallen? Nein. Also bist du sicher? Ich bin mir sicher. Okay. Frag deine Mutter bitte mal. Wieso soll ich jetzt meine Mutter fragen? Vielleicht hat sie dir einfach nicht erzählt, dass du auf den Kopf gefallen. Oder hast du irgendwie eine Lernbehinderung? Nö. Hm. Was stimmt denn nicht mit dir? Wie, was stimmt nicht mit mir? Ja, du kannst scheinbar nicht logisch denken. Doch. Nee. Er hat sich nur falsch ausgedrückt. Was isst du denn da? Fruchtkaub. Geil. Junge, ich hätte noch, er verfolgt das Game. Ja, aber trotzdem kann er ja nicht sagen, dass er seit 2015 ein stiller Beobachter ist und vor allem von Hater-Sachen nichts mitbekommen hat. Das ist totaler Quatsch. Macht das den Controller nicht kaputt? Ja, nichts passiert, alles gut. Wenn nicht taugt. Ja, egal. Ich weiß, was du sagen willst. Ja, aber von den Hater-Sachen hast du natürlich mitbekommen. Und er ja auch, das hat er ja sogar gesagt. Ne, er hat ja gesagt, so hier ist. Das wäre auch Swatting. Ja, aber was meinst du genau? Das Swatting hat ja gefühlt ja jeder mitbekommen. Ja, aber dann kannst du doch nicht sagen, hier von wegen, das mit, was die Hater gemacht haben, das hat mich erst jetzt seit kurzem interessiert. Wenn ja, du sagst, du kannst aber nicht vorher sagen, seit um 2015 durch das Swatting bist du auf ihn aufmerksam geworden. Ja, das ist ein Widerspruch in sich, egal wie du das jetzt drehen willst. Ja, aber meinst du die reiner Sachen oder die. Hä? Wo kommt denn jetzt Udo her? Ja, aber meinte er nicht, also ich dachte, er meinte oh boy. Es ging um Rainer. Ah, gut, ich war auch im Bad, keine Ahnung, was ich geredet habe. Ich gehe einfach mal weg. Okay. Ich bin wieder zurück. Also was hast du denn jetzt gemeint mit diesem, also stiller Beobachter, du guckst dir ab und zu was an? Ich guck mir ab und zu was an, okay. Aber ich unternehme dann nichts. Also du machst keine eigenen Aktionen, genau. Ich mach da keine eigenen Aktionen. Oh, das haben wir also nie gut. Was hätte ich davon, anderen Menschen zu schaden? Was hätte ich davon? Jetzt mal ganz ehrlich. Eben. Man hätte davon nichts. Ja, das verstehe ich halt nicht. Dir vielleicht nicht, aber vielleicht gibt den. Aber was gibt es denen denn?
Selbstbefriedigung? Nein, jeder braucht doch ein Ventil. Und andere haben das halt, keine Ahnung, Boxen, der Nächste in Musik hören und dann die Leute halt darin. Okay. Oder ein Paket von der BZ. Okay. Ich hätte dann noch so einen Kandidaten, bei dem du das machen könntest. Also das Paket, weil die Zeugen Jehovas werden nichts bringen. Die halt keine Kosten, ne? Da stehen die Zeugen halt vor der Tür und nerven. Und bei dem BZGA ist dann halt 80 Kilo schwer. Und ich hab mal einem eine Geburtstag. Okay. Der hat sich nie bedankt, die Sau. Oh. Da auch dann. Boah. War es wenigstens ein schönes Bild? Das ist gemein. Das war dumm. Das war dumm. Es sei denn eher schwul. Kann doch als Hetero auch mal. So ein Phallus sieht schon gut aus, oder? Nee. Ja, gut, vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme. Ich bin Penis. Bist du ja genauso wie dieser komische Private Joker. Der Typ mit der Gamer-Mulle. Der hat ja auch immer davon gelabert. Wenn er besoffen ist, wenn er besoffen ist. Ja, Penis ist schön. Boah. Und dann noch mit Ragnar. Ich weiß nicht, ob er hier auch noch drauf ist. Was stört dich denn daran, wenn er von Penissen redet? Es gehört sich eigentlich einfach nicht. Aber liegt es daran, dass das ein Mann gesagt hat oder generell? Dass es ein Mann gesagt hat. Hast du etwas gegen Schwule? Wenn sie mich in Ruhe lassen und mich nicht anschwulen, oder besser gesagt anbaggern, habe ich kein Problem mit, ob er neben mir schwul ist. Und du denkst, dass jeder Schwule auf dich steht? Nein, aber einige finden mich irgendwie attraktiv. Also ich werde immer wieder... Also würdest du sagen, du bist homophob? Von mir aus nicht, nur ich akzeptiere die ja, die sollen... Von mir aus können die ja machen das, was sie wollen, nur mich nicht hier anbaggern. Mhm. Das ist Ansichtssache. Mach mal die Cam an, dann können wir es beurteilen. Nö, ich mach hier nicht die Cam an. Willst du mir ein Bild schicken? Nein. Ich hab dir ja letztens auch mein Alter verraten. Ist ja hier ein Geben und Nehmen. Ein Alter ist eine Zahl. Ein Bild auch, wenn man das irgendwie so non-binär sieht. Ich bin schon ganz sicher. Ich schalte die Cam nicht ein. Du sollst nicht die Cam anschalten, sondern hier ein Bild. Ich schick dir auch kein Bild. Kannst du ja dann wieder löschen. Kannst du mir ein Penisbild schicken? Nee, Spaß. Ich mach nur Spaß. Du Schwein bist doch wirklich Penisbild. Ja. Welche Haarfarbe hast du? Ist wie... Bitte? Achso, sorry, ich war gerade. Wieso wollte mich ausfragen? Aber ist es nicht der Sinn von dem Voice, dass man sich unterhält? Und ja, man muss nicht gleich jemanden gefühlt ausfragen. Okay, ja, sorry. Das ist der Überschlag. Tja, kann ich schon verstehen, aber im Internet sollte man generell vorsichtig sein. Was man preisgibt und was nicht. Das sehe ich genauso. Am Ende landen wir auch wieder beim Trollkommando Uwe. Der böse Mieter. Keiner mag ihn irgendwie gefühlt. Dieser andere. Das kann sein. Sind die nicht voll gut befreundet? Ich habe da irgendwas mitbekommen. Boah, keine Ahnung. Ich glaube schon. Der Wurde mit Ani? Ja, der Frühling. Ja, die sind befreundet. Was heißt denn jetzt hier keine Freunde? Echte Freunde oder hier Kumpels? Sozial krüppelt und kann keine sozialen Beziehungen aufrechterhalten. Okay. Wieso sind jetzt alle? Ach so, wenn du mal ungefähr was, wenn du mal was brauchst oder wie? Nee, dann fällt mir ein, ach, frag mal, ich muss. Dann habe ich ja nicht mal lange gesehen. Lass mal hingehen, ihn besuchen. Nee, so nee, etwa? Ich frag dann, und, wie war's? Und er sagt, wer bist du? Und ich sag, ja, der und der. Und er sagt, ach, dich gibt's auch noch? Und ich so, ja. Und dann ja, kommt man so ins Gespräch und dann sind wieder drei Jahre Funkstille. Okay. Sie, also, soziale, keine Ahnung, wurde mal... Ich weiß nicht, ob die begrifft sind. Nö, ich bin nüchtern. Also auch kein Bier. Ich lass mir gerade einen blasen und ihr so. Okay. Ja, viel Erfolg. Ist es ein Mann oder eine Frau? Ich muss keinen Erfolg haben. Jemand anders muss einfach nur Gas geben.
Was? Für mich aber das Wichtigste. Okay. Du bist furchtbar. Weißt du, dass du furchtbar bist? Ich mach gleich eine furchtbare Sauerei, danach können wir weiterreden. Wen meinst du jetzt? Den mit der Sauerei. Ah, Schimmelpunk. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab nicht verstanden, was da gemeint wurde. Ich kenne mich mit sowas nicht auf. Ich auch nicht. Jungfrau, machst du dich über mich lustig jetzt, weil ich das mache? Ich glaube, die wird zerfallen. Ja, das stimmt. Die wird sowas von zerfallen, oder? Die suchen sich ein anderes Opfer. Für Yoka zum Beispiel. Die würde ich mal gern bomsen. Ich weiß nicht, wurde die schon geleakt? Vor und nach, nein, mehr weiß man ja. Ja, aber die ist ja... Und Wohnort. Wie heißt die denn? Pia Schulz. Die bei... Trottel. Was? Oh, du bist so ein Idiot. Nichts. Alles gut. Ich glaube, er wollte mich fragen. Ach so. Ja, ich bin ein Internet-Troll. Gib doch einfach einen Shuyoka im Internet. Das steht doch ihr Name. Anna, ja, nee, bitte. Ich wünschte, ich könnte euch gerade klar machen, wie sehr ich Menschen hasse. Wirklich. Also das. Wieso hast du denn Menschen? Glaub mir, dieses Fass möchtest du jetzt nicht auf. Was haben sie dir denn angetan? Ofenkäse macht das ja schon. Ja, ein Ofenkäse, aber die anderen sind der. Die sagen dann, Pia. Nee. Ich hoffe, der boxt irgendwann mal einer die Zähne. Ja. Junge, ich hasse ihre Art zu sprechen. Jedes Mal, wenn die ein S ausspricht, möchte ich einfach nur in den Monitor schlagen. Nee. Nein, eher schon das Gegenteil. Junge macht mich das wahnsinnig. Ich hasse ihre Art zu sprechen. Und ja, wegen solchen Sachen zum Beispiel hasse ich Mensch. Okay. Ich mache ja immer so ein bisschen, weißt du, CH, keine Ahnung, merkt ihr das? Oder? Nein, gar nicht. Bei dir ist das alles fit. Aber hast du dabei, ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wie bei Cutter. Weißt du, wenn du einmal weißt, dass die keine Zähne hast, kannst du das nie wieder nicht hören. Oh. Aber ich denke, das ist ähnlich. Achte mal drauf. Achte drauf, wie die das S ausspricht. Junge. Bei der hast du halt so ein bestimmtes... Ist so ein bisschen in ihrer Sprechweise. Sehr, es hat was Monotones. Das ist irgendwie nicht monoton, aber es klingt alles sehr gleich. Ja, oder die... Entschuldigung. Beide. Ja, bei Cutter kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Also nicht mehr so richtig. Die hat ja auch sehr wenig geredet. Die hat ja meistens nur aufgenommen. Und wenn, dann hat sie gesagt, ja, wir haben gesagt, ja, okay, Katar, wie... Academy steht auf den Beinen. Ärgere mich wirklich, dass ich von den Probebons nicht mehr geholt habe. Weil ich hatte keinen Einkaufswagen dabei, weil ich keine Märkchen hatte. Dachte ich dann lieber nicht zu viel in die Tüte, dann... Ja, komm her, geht doch. Ja, Tragetasche, das passt schon, aber irgendwann wurde es schon ein bisschen schwer. Taubomons gesehen und dachte... Du bist furchtbar leise, Freddy. Ich hab dich schon ganz laut und ich höre dich trotzdem fast nicht. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Sorry. Und es ist wieder allein. Ist jetzt besser. Ja. Bisschen mehr. Aber hier, du klingst, als wenn du irgendwie, weiß ich nicht, eine Decke im Mund hättest. Oder vor dem Mikro. Ich? Ja. Oh. Hallo. Sag mal mehr. Ja, nee, jetzt bist du wieder klarer. Ich muss immer das S hören. Ja, das ist bei mir. Ja. Immer auf das Mikro und dann muss. Nee, aber das war das eben nicht. Also weiß ich nicht. Das klang, als wenn da eine Decke drüber liegt. Das macht ja, mich ja, Wahnsinn. Ja, ich weiß. Der hat immer eine Socke im Mund. Ja, ja, ich habe das Mikrofon über meine Brüste gerieben, deswegen. Ah. Ja, hör auf damit. Okay. Schwulst du gerade den JD an? Unterlass das bitte. Nur wenn er Bock hat. Bist du noch da, JD? Ja, ich bin noch da. Für was steht denn eigentlich das JD? J und D. Okay, sorry. Nee. Ja, oder Justus. Nee, JJ. Die drei Fragezeichen.
Puder, kannst du mal nachgucken, ob du noch Tomatensuppe hast? Hm. Oder bist du heute geistig behindert? Mal nicht so unfreundlich hier, Freundchen. Ich wollte nur, dass du auch wirklich, also ich wollte einfach deine Aufmerksamkeit. Danke. Ja, ich bin hier am Zocken. Was willst du denn, Junge? Okay. Gar nichts. Ja, okay. Tomatensuppe. Hast du einen Besuch bekommen von Stinktier? Ja, ich hab Tomatensuppe, da. Gut, das Mindesthaltbarkeits- Die ist auch noch gut und aktiv. Die Tomaten? Ja, ich bin. Du bist heute geistig behindert. Ja, ich versuche hier mein Bild hier zusammenzukriegen. Heute war ein neutraler Tag. Das ist doch schön. Er setzt Prioritäten. Ja, ich denke gerade, also ich überlege mir gerade einfach das Leben zu nehmen. Ich habe mich selten so unverstanden gefühlt wie heute. Wieso dir das Leben nehmen? Weiß ich nicht, was Besseres ist mir jetzt einfach nicht eingefallen. Was hättest du denn jetzt gesagt? Auf jeden Fall nicht sowas. Iro schneiden, neue Tattoos. Ich wäre erstmal geistig in mir gegangen, hätte nachgedacht. Ah, warte mal. Ja, nee, ich möchte immer noch sterben. Aber warum? Hä? Warum? Ja, weil ich mich unverstanden fühle. Also, ja, okay, ich bin. Jetzt bin ich da. Ja. Er braucht das war dein Plan. Jetzt bin ich da. Jetzt hast du meine volle Aufmerksamkeit. Ja, jetzt brauche ich die auch nicht mehr irgendwie. Jetzt. Kennt ihr das, wenn man einen so richtig schütteln will? Ja. Ja, das habe ich nicht. Ich möchte Leute die Treppe runterschubsen. Oh. Ja, du regst mich hier langsam auf. Dann weißt du mal, wie das mir immer mit dir geht. Ich habe einen Vorschlag. Geht nach draußen und spielt mal Mortal Kombat. Real Life. Spielt einfach draußen Street Fighter. Geht's mir auch? Ja. Weißt du, Puder, ich habe eigentlich gar keinen Bock mit dir zu streiten. Ne? Ich weiß aber, dass, um solche Streits zu verhindern, ne, ist halt immer gut, wenn man gemeinsame Gruppenaktivitäten macht und einfach Sachen zusammen macht, ne? Damit. Einfach die Freundschaft wachsen kann und damit nichts, damit einfach kein Streit entsteht. Oh, jetzt. Ja, komm zum bla bla bla. Wir könnten doch einfach zu JD fahren und den auf der Tischtennisplatte vergewaltigen. Du weißt doch nicht mal, wo ich wohne. Willst du wetten? Oh, okay. Wo wohne ich dann? Du kennst das Meme nicht. Junge, jetzt. Das übertreib mal. Außerdem, der Tischtennisjunge gehört mir. Ich wollte nur unser Band stärken, quasi durch eine gemeinsame Aktivität. Weißt du, ich habe gehört, so Gangbang-Partys, die bringen zusammen. Ja, genau darum geht's. So wie bei Annette. Genau. Weißt du, ich rede von Gang. Ja, könnt ihr sonst wohin schieben? Ja, natürlich, genau darum geht's. Ich sag ja, ich fühle mich heute einfach nur missverstanden. Könnten auch einfach mal. Soll ich Schläger kaufen? Ja. Okay, ja. Ja, Schläger klingt gut. Wir haben ja eine Platte. Ich krieg das. Ich kaufe einfach was Kaputtes. Und schon angebrochene Tomaten. Das liegt neben Beton. Oh, Junge. Weißt du, wenn du im Grunde genommen irgendwie dein Handy nimmst, machst das auf und die erste Nachricht fängt an, machst du mir jetzt Vorwürfe, weil ich monatelang in Therapie war und keine Möglichkeit hatte, mich zu melden? Oh je. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich sag ja, Junge, Medal of für heute, glaube ich, genug Internet und Leben. Ja. Und ich wünschte, es wäre eine Nachricht von Vanessa. Ja, zum Geier ist Vanessa. Das ist eine von den Udo Ultras. Ah. Mit der weiß ich nicht. Ja, mache ich so ein bisschen rum. Okay. Gefährliche Gefilde, mein Freund. Warum? Die sind gefährlich, diese Udo Ultras. Ja, aber er konnte mir nicht richtig darlegen, warum die eigentlich so gefährlich sind. Die machen ja eigentlich auch nur hier Rainer Winkler, dick, ne? Für mich sind die gefährlich, meiner Meinung nach. Ja, du bist aber auch dann gefährlich. Also wenn die gefährlich sind, bist du auch gefährlich. Die sind alle gefährlich. Für dich oder? Ne, für jeden.
Für die Zivilgesellschaft. Siehst du mich denn als Bedrohung an? Ja, du bist in dieser Bubble. Natürlich. In dieser Bubble ist jeder eine Bedrohung. Okay. Das freut mich schon mal. Weil. Ja, da sind Leute verhaftet worden. Weißt du, das Ding ist, so als Beispiel jetzt, ne? Ich bin sehr vorsichtig in der Bubble. Ne, wenn ich zum Beispiel in so ein Voice reingehe, ne, dann gucke ich immer erst vorher, okay, wo sind die IPs, wo ungefähr sitzen die Leute, so, und dann gehe ich ja erst rein. Ne, so, und dann habe ich eben so Sachen laufen. Ne, ich habe Sachen im Blick, ich beobachte. IPs. Ich bin aber gar nicht so gut in dem, was ich tue. Ne, wenn ich da einfach ganz ehrlich bin. Und das sorgt eben dann dafür, weil ich, wenn ich das mache, dann machen das ja auch andere. Ne? Und die können das ja viel, 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 viel besser halt. Ne? So, und deswegen bist du in meinen Augen gefährlich, weil ich nicht weiß, welche Programme jetzt gerade in deinem Hintergrund laufen. Ganz genau. Und das, deswegen genau, finde ich, du bist gefährlich. Und weil ich Angst vor gefährlichen Menschen habe, mache ich ja eben genau das. Ne? Ich gucke mir vorher die IPs an, dann gucke ich mir an, ist da ein VPN? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, du hast ein VPN, ne, dann mache ich halt wieder Programme an und dann hast du eben zum Beispiel keine VPN mehr. Und dann gucke ich eben, okay, wo ungefähr du wohnst. Ne? Das kann man ja immer nur auf knapp, sagen wir mal, 50 Meter eingrenzen. Also zumindest mit den Informationen, auf die ich Zugriff habe. Nochmal, ich bin ja auch nur ein Anfänger. Und dann gucke ich halt, wo du bist. Also ungefähr. Und das, also ich schreibe mir dann zum Beispiel den Namen auf. Also jetzt in deinem Fall schreibe ich dann JD. Ja. Dann schreibe ich auf praktisch, wo du ungefähr bist. Aber wie kannst du da auch? Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwann im Internet zum Beispiel irgendwas über mich hochlädst und was Blödes sagst, ne? So, dann komme ich halt vorbei. Also, wie kannst du, wie willst so mache ich, da, so mach ich das halt immer. Aber wie willst du denn über eine Discord dann in der IP rausfinden? Das ist super einfach. In dem Moment, wo du in einen Voice reingehst, verbindest du dich ja. Das hörst du ja auch durch diesen Ton. Bling. Ne? So, und in dem Moment wirst du ja praktisch mit dem Voice-Server verbunden. Die Programme, die ich halt habe, die greifen auf den Voice-Server zu. Derjenige, der sich connectet. So, wenn du jetzt aber zum Beispiel über eine warum erkläre ich dir das eigentlich? Du bist genauso gefährlich wie ich. Seid alle gefährlich. Tu dir doch keinen Zwang an, keiner hält dich auf. Adieu, schöne Internetwelt. Am Ende bist du auch noch so ein Udo Ultra und morgen kommt dieses Gespräch irgendwie auf deinem Kanal. Also sowas, wie Schimmelpunk es gerade geklungen hat, das klang irgendwie, ja, ich rufe gleich meinen TikTok-Manager an. Für einen TikTok-Manager? Er ist TikTok-Manager. Was habe ich denn jetzt mit TikTok zu tun? Nee, aber das klang ungefähr. Wie was? Wie du jetzt gerade gesagt hast, Kurt Midas macht ja teilweise Gefangenen-Matches auf YouTube. Ja, genau. Du weißt du, wie es da abläuft? Nee. Die schicken so lange Invites, bis die irgendwann reinkommen. Mhm. Und dann können die ja nicht mehr raus, bis die es entweder rauslassen oder sich gehen offline. Mhm. Das heißt, die schalten einmal komplett Stream ab. Ja. Und da sagen, ja, dann bellen die erstmal rum, ja, ich habe eure IPs, ich habe euren Namen. Nee, das ist Quatsch, das geht über TikTok gar nicht. Das geht über TikTok nicht, das ist Quatsch. Ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat, aber das geht nicht, das ist Blödsinn. Hier im Discord geht das, weil Discord nicht geschützt ist, aber über TikTok ist das nicht möglich. Sorry, ich bin gerade am Mikro, weil ich mich so, also nah am Mikro, weil ich mich hier vorbeuge. Ich komme nicht an die Drogen dran. Das klang irgendwie von dir so. Wegen was? Ich hab dir nur versucht zu erklären, warum jeder hier gefährlich ist in diesem Umfeld. Ja, aber das, was du ja vorhin gesagt hast, das klang irgendwie, entweder habe ich es falsch interpretiert, dass er ja mit ihr den IP gedönt, dann habe ich deine IP, VPN, habe ich alle deine Daten. Ja, aber weiß ich nicht, machst du sowas nicht?
Einfach um auch sicher zu gehen, mit wem du da eigentlich redest gleich. Also die Programme, die liegen ja rum, warum soll man die nicht benutzen? Hm. Ich mache ja nichts mit den Daten. Das ist ja, weißt du, wenn mir jemand was will oder mir jemand irgendwie... Ja, weiß ich ans Bein pissen will, pissst du zurück. Ja, eben. Weißt du, so Prit Pro Quo oder wie das heißt. Warum du verkaufst. Oh Mann. Nee, eigentlich nicht. Der Bam Bam kommt in der Strophe und nicht im Komma. Okay. Eigentlich nicht. Warum? Was geht, ey, das geht dich schon scheiß an, was ich höre. Hast du verstanden? Nein. Okay. Du sollst Death Metal hören, will er damit sagen. Was will ich damit sagen? Er soll Death Metal hören. Warum? Ich höre auch kein Death Metal, warum soll ich das wollen? Warum nicht? Oh, okay. Einfach nur so. Hip-Hop-Kaspar bin ich. KKK. Hip-Hop-Kaspar? Was hörst du denn? Farid Bang? Ficke deine Schwester. Schöne richtige Rapper, so wie Frank Reinecke, oder? Was ja. Auch mit deinem seltsamen Gossenjargon, Erik. Frank Reinecke? Also viel deutscher geht ja wohl nicht, oder? Ja, okay. Ich hab keine Ahnung. Also, was du wieder redest. Ihr redet über Farid Bang. Ja, stimmt, ne? Da hab ich ja. Wann hast du denn das letzte Mal geschlafen, Pude? Das muss viele Stunden her sein, glaube ich, langsam. Ich sag mal. Ich mag deine Hater-Stimme. Okay. Klingt ein bisschen wie meine Mutter. Und die sagt sogar ähnliche Sachen. Du bist jetzt ins Bett. Und jetzt bin ich Maske, ich war Maske-Stimme. Ja, aber. Du hast diese Stimme schon immer gemacht, bevor das war. Also von daher, du magst das mittlerweile damit verbinden, aber das hast du vorher schon gemacht. Ja, aber tonal ist das relativ ähnlich. Ja, aber das war ja trotzdem tonal vorher auch schon so. Das ist, passt nur einfach. Aber dieses ein bisschen so den Behindi dabei. Ich frag mich, was der gerade macht. Wer? Der Manuel. Ah. Ich habe gerade irgendwie so ein Bild von ihm wie er in seinem Bett liegt, das Kissen so liebkost, weint und One Republic, it's too late to apologize. Wer? Der Manuel. Ach. Weißt du, und so ein Bild von, du weißt schon wem, an der Decke hängen hat. Dein Mund Wer zum Geier ist Silvio? Silvio? Das ist ein ganz lieber Kerl. Kommst du jetzt auf den? Einfach nur so. Silvio, das ist. Silvio ist ein bisschen schwierig, möchte ich sogar behaupten. Das ist jetzt auch nicht irgendwie wie bei Rainer. No, das ist nicht, das kann man nicht mit Silvio ist dick. Das mit Silvio, das ist sehr komplex. Kannst aber mal auf meinem Kanal Udo Ultras Pressesprecher gucken. Da bin ich gerade drauf. Was halt frage ich ja, wer zum Geier ist Silvio? Hast du jetzt gedacht, du kriegst mich oder was? Nö, wie bist du mir? Was denn ich hier? Bitch cute. TikTok Schimmelpunk, mein Musik-Podcast-Channel mit irgendwelchen komischen Buchstaben und Zahlen. Ja. Sehr zum Geier. Und du hast ja noch einen zweiten TikTok-Account, Miss Borderline. Ja. Siehst du, du bist gefährlich. Wir sitzen hier in einem Voice und du googelst nach mir. Ich habe nur Udo Ultras reingegeben. Ja, hast mich aber mit einer Frage praktisch vorführen wollen. Hat jetzt nicht geklappt, aber ne, du hättest jetzt auch sagen können, ey Junge, du bist ja einer von den Udo Ultras, guck mal, was ich hier sehe. Nee, du hast dir da heimlich Informationen geholt, wo ich nicht wusste, dass du die hast. Und da wolltest du mit einer gezielten Frage jetzt gucken, wie ich darauf reagiere. Wenn ich jetzt einfach die Straße nenne, in der du wohnst, würde dich das sehr beeindrucken. Also einfach nur mal so und dann sag, weißt du, wie ich meine? Das ist arschig, was du gerade gemacht hast. Habe ich auch nicht mit dir gemacht.
Ich habe nur gefragt, was du willst, aber schön, dass du selber sagst, dass du Udo-Ultra-Sprecher bist. Ja. Ich mische mich gerne unter das Fußvolk und höre mir so an, was man über uns erzählt. Und wer das so erzählt. Ultra? Ja. Junge, das war's. Ich habe keinen Bock. Nee, das, sorry. Ne, du und ich, wir sind vorbei miteinander. Okay. Bis morgen. Ah nee, warte mal. In einer Stunde wird die Uhr zurückgestellt, ne? Ja, stimmt. Ja. Ja, gut. Ja, dann haben wir ja quasi schon morgen. Lass uns weiter Freunde bleiben. Okay. Ich hätte gern Sex mit Silvio. Oh. Der hat schon, der ist schon süß mit diesen Katzen. Aber der möchte auch nicht angeschult werden. Von mir bestimmt schon. Aber ja, wie kompliziert ist er dann? Ist er irgendwie dullihaft? Ist es... Der ist gefährlich. Du kannst dir ja die ganzen Sachen mal anhören, sind 6 Teile. Nur. Ja, genau. Einer ist einfach nur mal 8,5 Stunden lang. Also. Nee, kannst du dir mal anhören. Also, wenn du nachts nicht schlafen kannst, kannst du dich da mal durchkämpfen. Nee. Also falls und das geht noch weiter, da kommt noch einiges. Falls du jemanden hörst, der klingt wie ich, das bin definitiv nicht ich. Wenn du einen klingst, der hört wie, also der sich anhört wie ich, das bin ich. Ja, er schon. Ich und ein paar andere, die sich nicht so anhören wie ich, bin ich auch. Okay, also hast du quasi eine KI neben dir sitzen und du tippst alles ein. Quatsch. Es gibt doch mittlerweile Echtzeit. Weißt du, also. Echtzeit? Du hast Echtzeitmenschen da am Hörer und denen gibst du Befehle? Hä? Nein, aber wenn ich einfach jetzt zum Beispiel als jemand anders in den Voice gehen will und ich nicht will, dass ich Schimmel bin, dann bin ich nicht Schimmel. Das finde ich so. Also nicht, weil ich mich umbenenne, sondern wenn ich eine Frau sein will, dann bin ich eben eine Frau. Das kannst du ja mittlerweile einfach live machen. Ne, gibst du schließe ja. Discord halt dazwischen und eben dann hört ihr meine echte Stimme nicht mehr. Der klassische Sprachverzerrer, nur ein richtig gut. Du warst auch vorhin auch auf meinen Kanal. Oder war das Puderquaste? Nee, ich war da eben auch drauf. Ja, dann sind wir uns einig. Wieso? Womit denn? Womit sind wir uns einig? Ach du, oder hast du ab wann nicht versucht rauszufinden, wer ich bin? Ich weiß doch, wer du bist. Ja, bin ich denn? Das weißt du doch am allerbesten. Soll ich dich jetzt hier leaken oder was? Nö. Ja, also, warum fragst du mich dann so was Dummes? Stell dir vor, ich hätte jetzt einfach geantwortet. Deswegen habe ich dich eben gefragt, ob du als Kind auf den Kopf gefallen bist. Du musst immer nur die Fragen stellen, wo du auch wirklich eine Antwort drauf willst. Weil manchmal antworte ich viel schneller, als ich denke. Mhm. Und dann ja, zum Beispiel sagst du, ja, wer bin ich denn? Und dann sage ich dir deinen Vor- und Nachnamen und deine Adresse. Und dann sind dann Leute mit hier drin und dann sagst du, oh Scheiße, hätte ich mal lieber nicht gefragt. Unüberlegtes Vorhandeln. Ja, genau. Kann schnell zu Schachmatt führen. Ja, ich hätte dich heute schon ein paar Mal zu Schachmatt führen können, wenn ich das gewollt hätte. Du kannst sehr froh sein, dass ich ein sehr netter Mensch bin und eben keine Chemikalie, wie du behauptet hast. Laut Buddy. Laut dir. Ich habe mit dir gesprochen. Ich wusste nichts über die Udo Ultras. Du hast gesagt, die sind gefährlich. Buddy ist nicht hier. Ich habe nie mit Buddy gesprochen. Ich hab dich gefragt. Buddy hat mich einmal geblockt. Darum geht's doch jetzt gar nicht. Ich weiß. Warum versuchst du das Thema zu wechseln? Wie alt bist du? 12? Nö. Also, weißt du, wenn du irgendwie was machst, dann kannst du auch mal für dein Handeln gerade stehen. Jetzt möchte ich von dir wissen, warum du rumläufst und Scheiße über uns erzählst. Ich hab's nur hier erzählt. Dir. Uns. Offiziell kenne ich die anderen hier eigentlich alle so gar nicht. Was? Wir sind Fremde. Oh. Das kaufe ich euch nicht ab. Darum geht's doch gar nicht. Du bist aber am Anfang davon ausgegangen. Und hast praktisch vor einer versammelten Mannschaft in dem Sinn, auch wenn es eine kleine Mannschaft ist, hast du praktisch Scheiße über die Udo Ultras erzählt. Und ich möchte jetzt von dir wissen, warum du das gemacht hast. Ja, weil ich halt den Leuten nicht traue. Darum erzählst du Scheiße über sie. Obwohl du sie nicht kennst. Was habe ich denn? Ich habe nur gesagt, die sind gefährlich. In meinen Augen. Dass die Leute leaken, dass sie Pizzas schicken, dass sie Leben zerstören, Leute in die Klapse bringen. Oder hast du nicht Leute angerufen oder Leute geleakt? Noch nie. Noch nie. Andere von den Leuten? Von der Clique?
Von den echten oder Ultras nicht? Wer ist denn von den echten? Es gibt keine Telegram-Gruppe von den Udo Ultras. Und jeder, der da sich irgendwie so nennt, das hat nichts mit den Udo Ultras zu tun. Das ist genau wie sich jeder Trottel plötzlich, also irgendwie NWO nennt. Totaler Mumpitz, es gibt keine Telegram-Gruppe. Nicht von den Udo Ultras. Okay. Und du kanntest nicht mal den Pressesprecherkanal, erzählst aber so eine Scheiße rum. Ja, aber was willst du jetzt von mir jetzt wissen? Ich will eine Entschuldigung. Und ich will eine Erklärung dafür, warum du so eine Scheiße in die Welt setzt. Ich bin ein Wildfremder, also mir hast du jetzt das erzählt. So, vor den anderen hast du das hier auch gesagt, das sind dann schon mal, weiß ich nicht, mindestens 4, 5 Leute. So, du hängst öfter in irgendwelchen Voices. Wie oft hast du vielleicht sowas schon gesagt? Woher weiß ich, dass viele Leute ihre Meinung nicht dadurch haben, weil unter anderem du genau so eine Scheiße rum erzählst? Woher weiß ich das? Die MKU. Ich hab nix mit der MKU. Hör auf, immer das Thema zu wechseln. Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Warum? Also, ich rede mit dir, ich kann mich klar ausdrücken, ich kann klar argumentieren. Also, was stimmt nicht mit dir? Und nochmal, du hast Scheiße über uns, beziehungsweise mich, erzählt. Und ja, da kann ich dann ruhig sagen, jetzt erklär mal. Wir kennen uns nicht und du läufst im Internet rum und erzählst irgendwelche Geschichten. Aber du bist doch mit Trollkommando Uwe. Gehört da nichts zu die Udo Ultras? Weiter. Ich höre weiter. Haben die nicht Videos gemacht mit Discord League? Ja, aber Discord League ist... Was ist ein Discord League? Also was soll das sein? Scheiß auf Discord League. CS-Mitschnitte oder was? In dem Moment, wo man in einem Voice. Wo jetzt wird nicht man halt aufgenommen. Nimmst du mich jetzt gerade auf? Das wirst du vielleicht nie erfahren. Aber ja, überleg doch mal. Du hast 15, seit 2015 hast du Rainer verfolgt. Das Game besteht zu einem ganz großen Teil aus Discord-Mitschnitten. Warum bildest du dir denn ein, dass, wenn du in dieser Bubble bist, wo bekanntlich Discord-Aufnahmen unterwegs sind. Warum bildest du dir ein, dass du in Voices bist, die nicht auf? Weil er hätte sein können, dass einige sozial sind und sowas nicht machen. Gerade auf dem Arnie-Discord. Warum gerade auf dem Arnie-Discord? Weil ich hier mit mehreren Leuten schon mal geredet habe. Ja, und weiter? Hast du denen auch Scheiße über mich erzählt? Nö. Warum sollte ich dir jetzt glauben? Frag die doch nach. Kannst sie gerne fragen. Meinst du, die haben Bock, sich mit den Udo Ultras anzulegen? Meinst du, die würden mir die Wahrheit sagen, wenn ich die jetzt frage? Oder meinst du, die würden dich eher ans Messer liefern? Das weiß ich nicht. Was denkst du denn? Du hast doch eben von Freunden gesprochen. Nee, ich hab nicht gesagt Freunden. So, ich hab nicht Freunde gesagt. Pass auf, siehst du? Und genau deswegen nehme ich auf. Ich hab dich sogar zweimal gefragt. Wirklich Freunde? Ja, Freunde. Genau deswegen nehme ich auf, weil so verschissene Lügner wie du mir echt auf den Sack gehen. Und dann hinterher zu sagen wie ein kleines Kind, obwohl man es vor 5 Minuten noch anders gesagt hat, nee, haben ihn nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Habe ich wirklich Freunde gesagt? Ich habe dich sogar nochmal gefragt, wirklich Freunde? Und dann hast du es nochmal wiederholt. Ich habe gesagt, du kannst den Leuten sagen, nicht Freunde. Du kennst doch jetzt den Udo Ultras Pressesprecherkanal. Ja, den kenne ich jetzt. Dann lass doch mal ein Abo da. Und dann? Kannst du dich vielleicht irgendwann ja mal davon überzeugen, ob du Freunde gesagt hast oder nicht? Oder hörst du dir dann nochmal an, wie du über die Udo Ultras gesprochen hast? Wir mögen das sehr. Okay. Weißt du, wer so was besonders mag? Der Trollkommando Uwe? Der ist leider der Gründer der Udo Ultras. Okay. Das ist quasi mein Chef. Okay. Doof jetzt, ne? Was hältst du denn so von der Grundidee, einfach in Zukunft mal so ein bisschen das Gehirn zu benutzen, bevor du die Schnauze aufmachst? Junge, ganz schön lange Pause. Weißt du jetzt, warum ich meine Freundin regelmäßig bestrafe? So eine Pause würde die sich nie trauen. Okay. Aber kannst du ja mal die Heißluft, die Heißklebepistole, die kannst du ja mal in die Rosette halten.
Nee, das mache ich nicht. Ja, denken tust du auch nicht. Du machst viele Sachen nicht. Du denkst nicht, du argumentierst nicht. Du bleibst nicht beim Thema. Hast du ADHS? Nein. Was hast du denn? Hast du irgendwie eine Lernbehinderung? Nicht, dass ich wüsste. Oh. Warst du, also war in deiner Schule irgendwas besonders? Was meinst du mit besonders? Woran man erkennen könnte, dass du auf keiner normalen Schule warst, zum Beispiel. Meinst du jetzt so eine Sonderschule? Ja, sowas. Aber da vielleicht, vielleicht hat es auch nur für eine Waldorfschule gereicht. Da war ich nicht, nö. Ja. Hattest du mal irgendwann einen Unfall? Wieso fragst du mich jetzt aus? Mache ich nicht, ich versuche nur rauszufinden, wo dein Hirnschaden herkommt. Ich habe gerade von Trollkommando Uwe bekommen, der hat heute gute Laune, ich soll die Leute in Ruhe lassen, ich bin jetzt wieder... Okay. Du überlegst aber in Zukunft und erzählst keine Scheiße mehr über uns, versprochen? Versprochen. Ja, gut. Weitermachen. Nö. Ach, er ist raus. Okay. Er ist rausgegangen. Unangenehm. Was unangenehm? Ja, was erwartet ihr denn jetzt? Wie geht's dir? Ja, irgendwie, zwei Seiten gesehen. Heißt was genau? Die andere Seite Mann gehört. Habt ihr wirklich nicht? Okay. Nur liegen finde ich scheiße. Trollkommando. Ja, auch das, was du meinst, das war ein Discord-Gespräch und da haben die genauso scheiße über uns geredet. Ja, man weiß ja nie. Ja, ja. Man weiß ja nie, ob man gleich hier wieder aufgenommen wird. Geh einfach davon aus, dass so, wenn du von der Gruppe... Naja, nach dem einmal hier, Wir wurden auch schon mal aufgenommen. Also, wo wir dachten, das wären auch privat gesagt worden oder so, aber das ist... Ja, ist halt gefühlt irgendwie unangenehm. Der ist gerade nebenbei was. Auf Twitter. So eine Unterhaltung. Nee, ich lese nebenbei was. Okay. Keine Ahnung. Was ist denn das? Das habe ich schon mal gehört, aber... Kennst du die Brioche? Also das ist im Grunde weiches, etwas süßeres. Ah, okay. Also sehr lecker. Das benutzen viele bei Burgern. Ganz gerne, ich hatte doch Burger-Patties da. Ich wollte es mal da statt. Ist denn mit einer alten Herd denn nicht? Ist er kaputt? Nee, das ist einfach nur... Ja, gut. Ich esse gar kein Müsli. Nee, momentan nicht so irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich hab's doch gesagt, irgendwann hängt's einem zum Hals raus. Ja, morgen früh esse ich wieder. Ist dir nicht irgendwie, keine Ahnung, ich hätte dann Bock immer auf was Deftiges, so die, Jägerschnitzel. Ich hab noch zweimal Porridge da, fällt mir gerade ein. Ich hab noch zweimal Porridge da, das muss ich aufbauen. Nee, das ist abgeschlossen mit so, kennst du das in so Filmen? Wenn der Kühlschrank so mit Ketten umlegt ist, mit so Vorhängeschlössern? Okay, du kennst es anscheinend nicht. Ja, aber so ist es bei uns. Ja. Vor ihr selber schützen. Was? Sie ist wie so ein Gremlin, oder? Wenn sie nachts Freddy? Isst. Ja, ja. Wenn sie nachts isst, ja. Dann wird sie. Ja, die wird dann so. Die wirft dann so Schatten gegen die Wand und die werden immer größer und größer und größer. Oh, Junge. Ich hole hier gleich meinen Freund wieder mit rein. Der aufhört mich zu mobben. Wen mit Schimmelpunk? Krit meint, wir hätten eine gute Chemie, aber. Ja, man hört richtig in deiner Stimme, wie du immer zitterst vor Angst. Danke. Sag doch einfach nein, ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber dann sagt er hier, dann mache ich Lieder was über dich. Was dann? Und? Ja, aber ich will doch keine Lieder, die... Was hast du denn angestellt? Ja, nix, der weiß halt... Ja, wenn er nein sagen würde. Wenn er jetzt singen würde, hier, du dicker Türke. La 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 la. Weiß er denn, dass du ein dicker Türke bist? Ja, leider, ja. Sollen wir den? Der ist auch auf. Ist er auch hier drauf, der Trollkommando Uwe? Jo. Ja. Soll ich ihn mal anschreiben? Nö. Zone ist doch wahrscheinlich nicht. Oder nicht? Nee. Der wäre noch wach. Still. Hm? Ihr seid so still. Ja gut, ihr seid, ich bin glaube ich da... Ich wollte gerade sagen, Freddy, red du doch. Ja, ich finde nicht da, du. Ey. Die haben wahrscheinlich schon so ein Vorhängeschloss da vor die Müsli, fürs Müsli-Regal gepackt. Oh mein Gott, da kommt sie wieder. Am besten mit Mausefalle. Ja,
nicht. Es ist witzig, weil es wahr ist. Ja. Ihr seid so fies zu mir und euch. Du redest doch so oder so nicht mit uns. Ja, ist für eine Drohung. Ich kündige euch auch die Freundschaft. Wählen Sie ja keine Freunde, waren wir nie. Du tust vor allem so, als würden wir uns persönlich kennen. Wer jetzt? Freddy. Ja, ist dir unsere Freundschaft nichts wert? Das dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Ich hab dir auch nichts mehr zu sagen. Ich hasse euch beide. Oh, jetzt ist es okay. Die kommt gleich wieder. Ach Gott. Also ich würde jetzt ins Bett gehen. Es ist schon spät. Ja, ich mach mich auch mal ab. Es ist noch früh. Ja, zu früh. Oh, jetzt wo Freddy zurückkommt, gehen wir. Ach ja, jetzt gehe ich ins Bett und jetzt kommst du wieder, du. Ja, ich habe mich jetzt beruhigt. Du hast Kaffee getrunken, ja? Beruhigt. Ja, ich habe ein bisschen überreagiert. Fällt dir aber früh auf. Dass ihr gemeine Biester seid? Mhm. Vielleicht hast du uns so, wie wir sind, dann auch einfach verdient. Ganz bestimmt. Ich nicht meinen Spruch. Siehst du mal, was ich mir alles merke. Das klar, mit dir auch auf überall. Ja, okay. Überall zu. Ja, okay. Also ich gehe jetzt wirklich ins Bett. Gute Warum? Nacht zusammen. Warum? Ja, weil du ja. bist, weil du gemein bist. Aber ich bin die Empfindliche. Du bist so ganz an sich der aggressive Ausländer, ja. Ich weiß. Das war die Wahrheit. Hast du etwas gegen Ausländer? Wer? Du? Du. Das freut mich zu hören. Hm. Ja und? Ja, keine Ahnung. Ich bin doch selber Ausländer, ich darf das. Ja, aber du bist nicht schwarz. Woher willst du das? Genau, woher willst du das wissen? Sei selber Ausländer und sage, darf das. Wenn du schwarz wärst, würde man hören, dass du Cornrows hast. Bitte? Dass du Cornrows von Allen Iverson. Mhm. The Truth. Nee, The Truth war Paul Pierce. Ich hab nichts gegen Schwarze. Was ist eine Lüge? Hm? Bitte? Was? Gegen Bernd. Ja. Ja, Freddy antwortet schon wieder nicht. Ja, das. Mach das. Und ich möchte Butter, aber ich hab kein Brot. Aber ich hab Fisch. Ich finde nur Freddy lustig, alles gut. Ja. Ist okay. Dann genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Tschüss.